Hallo und willkommen beim Biertaucher-Podcast Nummer 178. Mein Name ist Gregor. Ja, hallo, ich bin der Horst. Christoph, mein Name. Und Thomas Bierl. Sehr gut, ja. Prost, ja, anstoßen sollten wir auch noch. Okay, das war jetzt die volle Hörerverarschung. Prost. Also Prost, die Herren. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ich warte, ich nehme mein Mikro mit und öffne mir auch eine Dose. So, wir rennen den 20. Oktober. Mhm. 2014, weil das hören wir auch in den 10 Jahren noch. Mhm. Ja. Und gesponsert sind wir von Wukonic.com. Ja, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Danke an dieser Stelle, super. Und wir befinden uns im alten AKH. Innenhof 2. Wo? Apropos hören in 10 Jahren. Wie gesagt, das ist Oktober 2014. Und es hat Außentemperaturen wie im August. Ja. Wie im August 2014. Wie im August 2014 im Waldviertel. Im Waldviertel. Das habe ich nämlich erstaunt. Anscheinend hat unser Haus so ein Mikroklima. Ich bin heute in der Wohnung gesessen, habe von zu Hause aus gearbeitet. Und mir war eigentlich den ganzen Tag wahnsinnig kalt und habe mich gerüstet schon auf super Kälte und gehe raus. Auf einmal warm. Lauw. Ja, herrlich. Hm? Ja, dann bringe ich die rituelle Frage vor. Was führt euch beiden zu uns? Was habt ihr erlebt? Mir war hauptsächlich Fahrt und ihn habe ich mitgeschleift. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ja. Thomas Berl, ja, einer unserer, also einer, der erste Gast. Gast da, ja. Small claim of fame. Ja. Ja, wie geht's dir? Was tut sich? Obwohl, das habe ich vielleicht mal angeteasert. Ja, nicht viel. Also, wie immer ein bisschen Spiele entwickeln, andere Open-Source-Projekte, die halt so immer mitlaufen. Da gibt es keine großen Announcements, das läuft einfach alles so nebenbei. Okay. Und dein Podcatcher, deine Software? Genau, G-Podder, das ist, glaube ich, die letzte Version im September rausgekommen oder so. Und es gibt schon wieder einige coole Fixes, die dann im nächsten Release kommen. Ich glaube unter anderem auch, entweder war es beim letzten Release oder beim nächsten Release, dass jetzt auch Passwörter mit Uppercase Characters unterstützt werden. Oh. Das war wirklich ein Bugfix nur. Ja, bei mir gibt es nicht allzu viel Neues. Ich habe euch ein Spiel mitgebracht und vielleicht fällt mir unterwegs noch was ein, aber... Ja, auch nicht viel Neues. Ich habe Linux Voice gelesen und freue mich sehr. Ah, okay. Und ein Buch gekauft. Magazin. Dieses Magazin, ja. Ja. Und so ein bisschen mit Photowall habe ich herumgespielt, seiner Software. Photowall, okay. Ja. Open Source Software? Ja, natürlich. Ah, okay. Ja, ich habe so viel erlebt nicht, aber einiges gesehen. Ich habe mir Hellraiser angeschaut. Ich habe mir versucht, zwei weitere Gefängnisserien anzuschauen, nachdem ich an Orange is the New Black irgendwie zwei Staffeln durchgeschaut habe. Hat mich noch mehr nach diesem Content gelüstet. Dann habe ich gespielt zum ersten Mal so ein wirkliches Pen-and-Paper-Rollenspiel mit Zwergen und Elfen und dem ganzen Kladderadatsch. Letztendlich hat es mich doch gepackt anscheinend. Warhammer stand am Programm, ja. Und ansonsten, ja, ich habe so ein bisschen einen technischen Kladderadatsch zusammengesucht, so aus Heise oben und was mir so aufgefallen ist. Zu Hellraiser habe ich sogar was zusammen machen. Ja, sehr gut, sehr gut. Erster Film. Erster Film. Ja, tut sich. Film, wir wollen über den Film was hören. Okay, ja bitte. Dann fangen wir mal mit dem Film an, ja, wenn du gleich was dazu zu sagen hast. Hellraiser 1 habe ich mir angeschaut, weil ich eigentlich eine stete Verwechslung in meinem Gehirn stattfindet, weil ich immer Hellraiser fatalerweise mit der Razorhead von David Lynch verwechsle, aus irgendeinem Grund. Das dürfte irgendwie so eine Namenskoinzidenz sein, die ich nicht gut verarbeite. Und den Hellraiser kennt man aber vielleicht von den Covers her wegen einer Person, dem sogenannten Pinhead. Das ist dieser fahle, glatzerte Kopf mit den Nägeln in seinem Gesicht drinnen. Also der ist ein bisschen in die Popkultur eingegangen, also daher könnte man es kennen. Und ist ein Horrorfilm aus dem Jahre, glaube ich, ist es auf jeden Fall späte 80er, 87 oder so ist da rausgekommen. Und während dem Anschauen bin ich schon draufgekommen, dass mir dieser Film sehr bekannt vorkommt. Und bin dann auf Slash-Filmfest gekommen, wo ich mir vor 2 Jahren anscheinend schon einen Film von diesem Herrn angeschaut habe. Wer dahinter steht, ist nämlich der Cliff Barker. Das ist ein, glaube ich, britischer Horrorautor. Und der hat nicht viel mehr gemacht, aber einer seiner ersten, die er gemacht hat, war Nightbreed und den haben sie am damaligen Slash-Filmfest gezeigt. Und das war auch so ein Horrorfilm, wo bizarrerweise der David Cronenberg, der als Schauspieler und nicht als Regisseur mitspielt. Und das war auch schon damals eine Horrorgeschichte, aber auch eigentlich eine Fantasy-Geschichte und ich
ist bei Hellraiser fast nicht unähnlich. Also kurz die Handlung zu umreißen. Es geht, also in der ersten Szene sieht man, wie jemand, ein junger Mann, irgendwie in einer exotischen Bar sich einen magischen Würfel kauft, an dem spielt er wahnsinnig lang herum und kommt dadurch in die Hölle und wird in tausend Stücke gerissen. Ja. So, dann spult man ein bisschen vor zu einem Verwandten von diesem Typen, nämlich seinem Bruder und dessen Family, also das besteht noch aus einer Tochter und einer Frau, glaube ich, zugeheiratet. Das weiß ich allerdings nicht genau. Auf jeden Fall ziehen sie in dieses Haus, wo dieser Bruder gewohnt hat auch, und am Dachboden durch Koinzidenzen mit Blut und so kann dieser in tausend Stücke zerrissene Onkel wieder zum Ganzen werden. Was blöd ist, ihm fehlen nämlich alle Hautschichten. Und jetzt muss er jemanden dazu bringen, dass er andere Leute zu ihm am Dachboden bringt, damit er sich seine anderen neuen Hautschichten anessen kann. Und wer eignet sich da besser als Komplizin, als die Frau seines jetzigen Bruders? Und die wird von diesem Typen irgendwie so verzaubert oder halt irgendwie überredet und manipuliert, dass sie diese Opfer in diesen Dachboden bringt. Und so wird das dann doch genau richtig. Wie spielt jetzt der Pinhead und so rein? In dieser Hölle anscheinend gibt es irgendwie so ein, weiß ich nicht, würde ich sagen, so ein großes Gericht oder so eine Dreifaltigkeit irgendwie, die Regeln vorgibt, wie es ihnen gerade, also wie es ihnen gerade passt, aber machen so oft die Recht sind, aber meistens so neutral bis böse. Ja, und die Tochter versucht das Ganze irgendwie, die kommt dann auch noch ins Haus und versucht dann irgendwie die Mutter noch vor diesen bösen Taten abzuhalten. Den Rest kann man sich anschauen. Was bemerkenswert ist, ist irgendwie das Kunstblut. Schaut aus, gemacht wie vom Sam Raimi, schön schleimig. Das hat sie das schön durch. Also das hat der Cliff Barker echt eine schöne Ästhetik rausgebracht irgendwie. Und ansonsten, ja, der Soundtrack ist halt sehr bombastisch. Und ansonsten ist es halt ein 80er-Jahre-Film. Das bemerkenswert ist, ich habe mir eher einen Horrorfilm erwartet, aber ich finde fast, dass er ein Fantasy-Film ist. Ja. Okay. Okay. Ich muss zugeben, dass ich den Film ja noch nie gesehen habe. Mhm. Aber Jamie Zawinski, der einigen vielleicht bekannt ist als einer der Programmierer von Netscape damals und okay. auch seitdem Maintainer vom X-Screensaver. Genau, und das ist das Wichtige an der Geschichte. Das ist so quasi die Standard-Bildschirmschoner-Sammlung unter Linux, die eigentlich überall installiert ist. X-Screensaver. Und an der bastelt er immer noch herum. Und einer von diesen Screensavern ist eben diese Kiste aus Hellraiser. Und da hat er jetzt vor gar nicht langer Zeit, vor ein paar Wochen, wollte er wieder ein Update machen. Und er ist ja irgendwie stolz darauf, dass dieser Bildschirmschoner alle Möglichkeiten darstellt, wie im Film halt diese Kiste manipuliert wird. Also das ist so eine Puzzle-Kiste, die kann man halt irgendwie, da kann man Teile rausdrehen und wieder anders reinstecken und dann passiert halt was. Und um das irgendwie auf dem neuesten Stand zu halten, hat er sich einmal rausgesucht, was so die Filme sind, die er noch nicht kennt, ist drauf gekommen, das sind inzwischen 14 oder so. Und hat er gleich einmal einen Supercut gemacht von allen Szenen aus diesen allen Filmen, wo diese Kiste vorkommt. Na, ärgstens. Dauert, glaube ich, über eine Stunde und ist auf YouTube zu bewundern. Also wer sich irgendwie das Ganze drumherum sparen will und nur wissen will, wie diese Kiste funktioniert, kann sich entweder den Screensaver anschauen oder den Supercut auf YouTube oder den Source lesen. Ja. OpenGL, immer sehr gut. Kann man viel lernen von Jamie Zawinski. Ja, vielleicht schaue ich mir diesen Supercut sogar an, weil diese 14 Teile mich etwas abgeschreckt haben. Es dürfte ziemlich das Gleiche sein, von vorne bis hinten. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe ja noch den zweiten Teil gesehen, den werde ich jetzt aber nicht besprechen. Es ist dasselbe, bloß noch epischer mit noch mehr Fantasy und vielleicht ein bisschen besseren Effekten. Aber ja, mehr gibt es eigentlich zum Hellraiser-Thema nicht zu sagen. Ja. Leichter Technik, klarerer Touch vielleicht für zwischendurch. Ich kann über ein Programm erzählen namens Photowall. Mhm. Das liegt in den Ubuntu Repositories drinnen. Man kann es also einfach installieren mit apt-get. Okay. Und bin immer noch immer bei der Nachbearbeitung von der Game City und wollte da so eine schöne Collage machen aus Fotos. Mhm. Und ja, das startet man, das Programm ist OpenGL unterstützt. Ist jetzt, glaube ich, Versionsnummer 09, also schon sehr reif. Und du kannst dann halt verschiedene Fotos reinladen und die dann mischen wie auf einem Glastisch. Also so ein bisschen drehen, ein bisschen so, wie ich mir die Software Lightroom, obwohl ich Lightroom noch nie gesehen habe, vorstellen. So wie du dir das vorstellst, ja. Mhm. Und ich habe es dann gebracht, dass mein ganzer Laptop abgestürzt ist, weil ich einen ganzen Ordner voller Fotos reinladen wollte. Das braucht dann seine Zeit. Das passiert aber mit Lightroom auch. Ah, ja. Kriegt man auch zu Stück. Seitdem bin ich vorsichtiger und lade nur noch so 6 bis 7 auf einmal rein und man kann sie dann halt schön anordnen und dann wieder ein JPEG draus machen oder auch diverse andere Sachen. Damit machen.
Ja, also ist es eigentlich mehr zum Organisieren oder hat es Editor-Funktionen auch? Nein, also es hat einen Knopf, mit dem du dann auf GIMP verwiesen wirst, also wo dann GIMP gestartet wird. Du könntest natürlich auch in GIMP mehrere Layer von Fotos reinladen und die dort herummischen. Aber GIMP hat halt ein paar tausend Funktionen, die du in dem Fall nicht brauchst. Mhm. Wenn du einfach nur eine Collage machen willst aus 70 Fotos, die halt nett anordnen, um sozusagen ein Übersichtsfoto zu machen, ist das ein mögliches Werkzeug. Ja, das ist ein Software-Vorschlag. Ja. Dazu, bitte. Als Lightroom-Alternative gibt es dann auch noch das Open-Source-Programm Darktable. Also nicht Lightroom, sondern Darktable. Ja. Mhm. Und das gibt es zumindest für OS X, als auch für die ganzen Linux-Distributionen. Und das ist wirklich so aufgebaut wie Lightroom. Das heißt, man hat jetzt seinen kleinen Table, wo die kleinen Bilder drauf sind. Und da kann man reingehen und auch RAW-Bilder bearbeiten, sofern man DC RAW installiert hat mit den ganzen Dinger. Ja. Ja, was mir die Woche aufgefallen ist, sind so drei so Nachrichten von Mozilla Firefox. Ja, ja, genau, das ist immer so zur rechten Zeit kommen dann die Oktober. Studienzeit. Man merkt wieder, es geht wieder an mit der Beliebtheit des Hofes. Vielleicht sollten wir ein Spontaninterview machen mit einem. Genau. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zu Uni? Pro und Contra. Ja, genau, Mozilla. Was mir aufgefallen ist, erstens gibt es zurzeit ein Mozilla Humble Bundle, fand ich irgendwie ganz nett. Die haben sich irgendwie so zusammen, haben sie das präsentiert, ein kleines Paket an Spielen. Ich habe mich gleich verdrückt und die falsche Preisklasse gewählt. Das ist das einzige Spiel, was ich nicht besitze und eigentlich haben wollte, ist nicht dabei. Aber ich werde vielleicht noch nachwerfen. Also, genau. Weil das einzige, also das interessante Spiel, von dem ich nämlich so viel gehört habe, was ich so gern spielen wollte, nennt sich Faster Than Light. Ja, Advanced das ist gut, Edition. Sehr. Und genau das muss ich noch. Ansonsten, ja, habe ich es mir angeschaut. Was hat das Faster Than Light mit Mozilla zu tun? Du kannst es auch im Browser spielen dann. Das sind das portiert auf ist es ein Web. HTML5-Spiel jetzt? Ja, ich frage mich nicht, wie genau Sie haben die ganzen Dinge mit ACMJS und M-Skripten kompiliert, cross-compiled von der jeweiligen Ursprungssprache, wahrscheinlich C oder C++, in WebGL und JavaScript. Cool, ja. Und das wird dann vom Browser quasi ahead of time kompiliert. Das heißt, du hast ganz furchtbares JavaScript oder Subset of JavaScript, das was halt M-Skripten aus deinem C++-Code generiert. Und das läuft dann im Browser sehr, sehr flott, quasi wie nativ, weil der Browser das vorher schon ahead of time kompiliert. Und das soll ja das Spiel Voxatron ist ja auch dann direkt auf der Mozilla Firefox Startseite zum Spielen. Ne? Ah, cool. Und darauf kommt man dann auf dieses Humble Bundle unter anderem. Ja, ich habe es mal angeschaut, also ich habe ich habe $2, glaube ich, gezahlt. Ich habe das mal sehr unterpreisig gezahlt irgendwie. Aber da steht auch, da könnte man, obwohl mir die Sinnhaftigkeit da nicht ganz klar ist, aber ich wollte es einfach zu meiner normalen Spielesammlung dazu tun und die Steam-Keys auch irgendwie beantragen. Das ist mir jetzt irgendwie im Nachhinein, weil ich habe das ja dann irgendwie verdaddelt, anscheinend dann nicht gelungen. Weil immer, wenn ich jetzt auf die Seite gehe von diesem Humble Bundle, poppt sofort eben ein Subfenster auf und dieser wo die auch das beschriftet ist mit diesen, wie ist das genannt? ASMJS? ASMJS. ASMJS, genau. Und wo du schon deine Spiele auswählen und spielen kannst, also direkter Einstieg. Genau. Also der Firefox in der neuesten Version macht das eben so, dass er den JavaScript-Code passt, dann feststellt, okay, das ist ASMJS, ich kann das ahead of time kompilieren, kompiliere es für die jeweilige Plattform und führt es dann quasi wirklich nativ aus. Das heißt, der JavaScript-Code. Ist das dann ein Binary in irgendeinem Cache-Ordner liegen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob direkt am Disk-Cache liegt. Log-Data, er fragt dich auch, wenn es die, das sind ja so Demo-Versionen, sind da auf der Humble-Bundle-Seite, sogar da fragt er dich schon, weil Faster Than Light zum Beispiel, glaube ich, hat über 100 MB. Oh, und da fragt er dich eben, ob du erlauben willst, dass diese Webseite mehr als 100 MB auch speichert. Und das ist der Local-Data, das neue HTML5-Zeug, wo wir eh alle sehr glücklich drüber sind, weil überhaupt keine Sicherheitsrisiken bestehen. Jetzt wird wieder neue Technologie, es wird dann wieder irgendwelche Exploits geben, aber zumindest mal schön, dass man die Möglichkeit hat, seinen bestehenden C++-Code und auch OpenGLS-Code direkt zu kompilieren in den Browser und dann auszuführen. Und das ist auch, wenn man den C-Code anschaut, man kann wirklich so normales fopen machen und Dateien schreiben und mscripten, das Tool, was eben von C über LLVM zu ASMJS kompiliert. Das Ding, das kann dann halt auch diese ganzen File-Dinger umsetzen in HTML5 Local Storage. Man muss sich dann noch darum kümmern, die API direkt zu benutzen, sondern man sagt dann einfach, okay, ich mache eine Datei auf und schreibe das rein und das wird dann in Local Storage gespeichert. So funktioniert das. Das pusht jetzt praktisch Firefox als Spiele
Plattform oder als Spielebetriebssystem-unabhängiges Betriebssystem? Mehr oder weniger. Also der eine Enabler ist natürlich WebGL. Das ist einfach die Möglichkeit, OpenGL-Code im Browser laufen zu lassen. Das gibt es ja schon ein, zwei Jahre oder so wahrscheinlich. Und das Problem ist halt, WebGL haben wir bisher nur mit JavaScript machen können. Das heißt, die ganzen Spieleentwickler von diesem Faster, den Light, von Voxatron und so weiter, die würden sich ziemlich schwer tun, jetzt ihren bestehenden C oder C++-Code herzunehmen und den umzuschreiben in JavaScript und dann zu bauen fürs Web, sondern es ist einfach vielleicht, wenn man sagen kann, okay, C++-Code, schmeißt den in den Skripten rein und schau, was dann rauskommt. Natürlich muss man ein paar Anpassungen machen, aber es ist viel, viel leichter, als den kompletten Code nochmal neu zu schreiben für den Browser. Aus der Portierungssicht einfach auch eine wirklich gute, praktische Geschichte. Es gibt dann ja auch DOSBox fürs Web und so weiter, also einfach alle möglichen Open-Source-Projekte, die in C, C++ geschrieben sind. Wandern jetzt ins Web sozusagen. Genau, und da kann man einfach im Webbrowser ausführen. Das heißt demnächst auf Ihrem Smartphone, ne? Ja. Der Vorteil ist natürlich, WebGL ist eigentlich ein Subset von OpenGL ES 2, OpenGL für Embedded Systems. Das ist das, was man auf die aktuellen Android-Handys, am iPhone und eigentlich überall hat, bis auf Windows Phone. und das heißt, wenn ich jetzt eine mobile App habe, die auf Smartphones abzielt, dann kann der ziemlich leicht portieren aufs Web, weil das WebGL nur ein Subset davon ist. Und zwar ein Subset deswegen, weil OpenGL ES 2 am Mobilphone ein paar Sachen noch mehr erlaubt, aber aus Performance-Gründen macht es eigentlich keinen Sinn, die Features zu verwenden, die bei WebGL fehlen. Atempause. Ja, richtig. Ja, und ja, wegen Mozilla, zwei Sachen sind mir noch aufgefallen, zwei Schlagzeilen. Nämlich erstens, in der neuen Beta ist, also die beiden hängen eigentlich miteinander zusammen, haben sie jetzt ein Feature eingebaut, nennt sich Firefox Hello. Zusammen der Code für dieses Firefox Hello, das ist eine Videoconferencing und Voice over IP Software, glaube ich, die sie jetzt standardmäßig reingebaut haben. Und der Code davon stand für eine Tochterfirma von Telefonica, einen spanischen, glaube ich, Telefonprovider. Und die haben ja schon eine gemeinsame Geschichte mit den Firefoxler Mozilla-Leuten, weil das Firefox OS Phone, das eine, glaube ich, das es gibt, wird von denen vertrieben. Ja, und das hängt zusammen mit der zweiten Nachricht, die ich Mozilla zusammengekauft habe, nämlich, dass die jetzt eine Implementierung von H.264, dem Videocodec, aufgenommen haben. Das heißt, ich glaube, ich nehme fix an, dass dieser Codec jetzt auch in dieser Video-Chat-Software, die sie integriert haben, vorzufinden ist. Und dieser Code ist anscheinend, laut dem Bericht, den ich gelesen habe, er stammt von Cisco, ist quelloffen und man muss keine Lizenzgebühren an die MPEG LE dafür zahlen. Allerdings Einschränkung, das ist, ist eine große Einschränkung. Das wird bis jetzt nur für dieses WebRTC-Strich, diese Video-Chat-Conferencing-Software genutzt, was nämlich noch nicht inkludiert ist in diesen Implementierung des Codecs, ist das High Video Profile, weil dieser Code kommt ja in mehreren Nutzungsstufen daher und du brauchst einige, um Videos dann à la Netflix oder so abspielen zu können. Und genau dieser interessante Bereich ist noch nicht inkludiert. Oder wird vielleicht nie inkludiert, man weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich selber die Berichterstattung über diese Codec und Patentstreiterei. Es traut sich ja schon fast keiner, einen Codec mehr zu machen, weil irgendwas findet die MPEG-LE auch immer, auch wenn sie vielleicht mutmaßlicherweise nichts hat, aber sie lassen einem keine Ruhe. Ja, und bei Mozilla, die müssen sich halt jetzt wieder durch die Diskussionssachen durchschleifen mit so, ja, patentbelastetes Verfahren wird jetzt aufgenommen und so, und sie haben damit argumentiert und damit haben sie natürlich nicht Unrecht, dass die vergleichbaren, wie was bringt, Google möchte das VP8 oder so ein bisschen pushen und die WebM-Formate, ist das WebM? Ja. VP8, genau. Dass die halt noch nicht so leistungsfähig sind und abgesehen davon muss, also eine Realwahrheit, die man jetzt sagen kann, die ganzen Hardware-Chips, die jetzt irgendwie draußen sind auf den Smartphones plus Linux auf diesem ganzen Bordcomputer, die haben halt das H.264 als Industriestandard schon irgendwie eingegossen und damit ist es jetzt mal fürs Erste, auch wenn es nicht schmeckt, mal schaut das gar nicht schlecht aus, wenn von meiner Perspektive aus, wenn der H.264 jetzt auch mal in Mozilla zumindest in irgendeiner Form landet. Mhm. Ja, das war's so viel zu Mozilla. Weiter Bogen. Ja, weiter Bogen.
Zum Thema Audio-Codec, es gibt ja auch den Opus-Codec. Habt ihr über den schon mal gesprochen im Podcast? Ah, nein, noch nicht lang genug, weil ich mich noch nicht lang genug damit auseinandergesetzt habe. Was kannst du darüber erzählen? Eben nur vor einigen Wochen, weil Audio-File in Opus kodiert und das dann einfach online gestellt. Das funktioniert zumindest so mit HTML5 Audio im Firefox. Okay. Ich würde mal vermuten, aber natürlich, das ist nicht researched, das funktioniert im Chrome auch. Ist halt ein Codec, der was quasi zwei verschiedene Methoden hat und zwischen diesen zwei Methoden wechseln kann. Also das eine ist, glaube ich, Vorbis, auch Vorbis, und das andere ist irgendein anderer Codec. Okay. Und einer wird halt verwendet im Low-Bitrate-Bereich oder wenn das Audio halt dementsprechend Lo-Fi ist, dass man es in dem kodieren kann. Das heißt, das Opus-Audio-Format sind eigentlich zwei Codecs. Okay. Und der Code kann zwischen diesen zwei wechseln, was halt momentan immer, also was zu gegebener Zeit immer besser ist. Mhm. Das heißt, man hat dann diese kleinen File-Sizes, aber trotzdem, falls benötigt, mit dem Audio die hohe Qualität auch zusätzlich. Ja, ist praktisch. Und dann heißt das Opus selber nur ein Container, der diese zwei Codecs drin hat? Nein, der macht schon noch mehr. Der wechselt einfach nur intern dann beim Codieren hin und her, oder? Ja, das heißt, man merkt es eigentlich gar nicht, dass da zwei verschiedene sein und es ist ja wirklich ein einziger Stream. Aber im Opus Codec ist es halt so implementiert, dass der zwischen die zwei Formate wechseln kann. Mhm, cool. Ja, wird das jetzt schon vertrieben? Aber kennst du Podcasts, die Opus verwenden oder so? Nein, ich glaube, die meisten Podcasts verwenden momentan noch MP3 oder AAC, weil halt iOS am iPod und am iPhone das halt leicht ist. MP3, gell? Ja, ja, hauptsächlich. Also wir haben Ogg Releases auch, aber... ZipOrg, nennt man das ZipOrg? Ja. Also die Plattform, wo das Ganze dann entwickelt wird. Da gibt es auch zwei coole Videos, die haben wir vor ein paar Wochen angeschaut, wo dann wirklich behandelt wird, wieso so Sachen wie 96 kHz oder 192... Wie war das jetzt? Sample Rate ist 192 kHz, ja. Genau, also so eine hohe Sample Rate eigentlich gar keinen Sinn macht. Mhm. Und dass halt dieses stufenförmige Muster eines digitalen Samplings eigentlich gar nicht wirklich so ist. Das heißt, auch wenn es dann nur mit 48 kHz gesampelt wird, ist es keine stufige Kurve, sondern kontinuierlich, weil das dann vom digital zu analog wandert, wieder eine kontinuierliche Kurve umgewandelt wird. Oh, okay. Und da gibt es dann das Theorem. Nyquist. Das Nyquist-Theorem. Okay. Der Mathematiker wird uns sagen, was das ist. Ja, du brauchst mindestens, also wenn du ein Signal mit einer Frequenz hast, dann brauchst du die doppelte, eine Samplerate, die quasi die doppelte Frequenz hat, damit du das richtig samplen kannst, sonst laufst du in Artefakte rein. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, eine Sinuskurve mit einem Hertz, wenn du die mit einem halben Hertz samplst, dann, oder sagen wir mit einem Hertz samplst, dann kann passieren, dass du sie immer genau beim Nullpunkt samplst. Und dann weißt du natürlich nicht, dass du eine Sinuskurve gesampelt hast, sondern hast eine Flatline. Und erst wenn du die doppelte Frequenz hast. Und das produziert dann die Artefakte sozusagen, die da auch die Auflösung sozusagen, dass man die auch wirklich abhört. Genau. Und dann kommt natürlich das, wo MP3 natürlich arbeitet, ist das menschliche Hören. Sehr psychoakustisch, dieser Codec. Und nachdem wir unter einer gewissen Frequenz und über einer gewissen anderen Frequenz, je nach Alter und persönlicher Hörerfahrung und so, nicht mehr hören, kann man die Frequenzen wegschneiden. Und dann natürlich, wenn man alles über 15 Kilohertz oder so wegschneidet, dann hat es keinen Sinn, wenn man tausende Kilohertz Samplerate hat, weil es wird nicht, es wird nicht besser. Nicht. Aber ja. Leute, die 3000 Euro Audiokabel kaufen, in der Meinung, dass das ihr Hörerlebnis besser macht, die glauben auch, dass MP3 ganz böse ist und hören auch die Unterschiede zwischen. Also ich habe jetzt ein Interview auch gelesen von einem Mitarbeiter des Fraunhofer Institutes, der irgendwie auch über den MP3-Codec gesprochen hat und so und auch gemeint, dass halt irgendwie sehr viel Psychologie und Diskussionen halt irgendwie in der audiophilen Community herrschen, wo es dann halt wirklich die Frage sich stellt, ob man das dann wirklich noch raushört oder ob das den Leuten einfach auch so ein Wohlbefinden. Es ist halt so ein bisschen die Goldkabel-Diskussion, irgendwie soll man, wie viel möchte man anlegen und wie viel, ja. Unterschätzt das die Haustiere von den Leuten? Bisschen auch so wie Betriebssystemdiskussionen manchmal. Also es hat dann auch schon bei einem gewissen Grad, wo dann die Fakten wegzufallen beginnen halt die Glaubensfronten ein wenig. Und in diesen Videos wird dann halt auch davon gesprochen, es macht Sinn, im Studio-Recording so hohe Sample-Rates zu verwenden, weil es einfach möglich macht, irgendwelche Fehler in der Produktion noch ein bisschen auszugleichen oder halt irgendwelche Messfehler zu machen. Aber sobald der Song quasi jetzt mal
auf Tape oder auf Disc oder im Dateisystem ist heutzutage, macht es einfach keinen Sinn mehr, diese hohen Sample Rates dann quasi für die Distribution des Audios zu verwenden. Mhm. Und das heißt, die hohen Sample Rates machen Sinn, wenn man jetzt irgendwie während dem Recording irgendeinen Fehler gemacht hat. Also wenn wir zum Beispiel einen Podcast aufnehmen und wir machen sehr High-Quality-Podcasts. Mhm. Aber wir haben jetzt vielleicht den Pegel falsch eingestellt. Dann macht es Sinn, dass wir nicht 16-Bit recorden, sondern Floating Point. Was gibt es denn da? Ich bin mir gar nicht sicher, was jetzt Standard ist. Aber wahrscheinlich 64-Bit Floating Point oder so wird schon gehen. Genau. Bei Professionellen. Kannst du das in der Post-Production dann... Genau. Und wenn wir dann feststellen, okay, der Pegel ist zu leise, dann können wir den jetzt in der Post-Production noch heben. Aber sobald du das File dann mal auf dem Server stellst, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, so eine hohe Resolution zu haben. Und das wird halt in diesem Video genau erklärt. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das anzuschauen. Und auch googeln nach The Loudness Wars. Ah. Ist auch ein verwandtes Thema. Mhm. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat seine ganzen 96 Kilobit MP3s umkodiert auf 128 Kilobit, nein, 160 Kilobit, weil sie dann besser klingen. Autsch. Also direkt von den MP3s, nicht von den ursprünglichen CDs. Mhm. Ja, vielleicht wenn ihr einen Equalizer verwendet. Ja, das haut dann die gesamte Dynamik zusammen, oder? Irre ich mich da gerade, wenn du dir alles Loudness... Wenn du MP3s höher kopierst, sollte sich eigentlich überhaupt nichts tun, schätze ich. Vor allem aber mit der Loudness, meinte ich jetzt? Achso, bei der Loudness, ja, genau. Das ist das Problem vom Radio, dass die Lieder, um gegeneinander zu konkurrieren, immer lauter werden. Das jetzt nicht... Natürlich hat der Hörer immer noch die Kontrolle über die Lautstärke, indem er am Lautstärkeregler dreht, aber innerhalb von einem Lied gibt es natürlich leise Stellen und laute Stellen. Mhm. Und jetzt kann man die leisen Stellen nach oben drücken und, also, fangen wir anders an. Idealerweise sollte in einem Lied die laute Stelle dort sein, wo die Hardware, die Hi-Fi-Anlage oder das Autoradio oder was auch immer gerade noch hinkommt. Also alles, was tatsächlich lauter gespielt wird, wird zum Beispiel in den Lautsprechern krachen und krammeln. Und die leisesten Stellen sollten halt dort sein, wo der Lautsprecher auch noch mitkommt, sodass man das auch noch hört und das nicht einfach nur in einem Wummern untergeht oder in einem Rauschen. Und das ist die Dynamic Range von dem Signal, von dem Lied, das man hat. Und je größer das ist, je größer die Range ist, desto besser ist das, weil man kann einfach die Hi-Fi-Anlage höher drehen, wenn man es lauter haben will auf einer Party und man hat immer noch diese große Schwankung zwischen laut und leise. Und wenn man jetzt aber im Radio gespielt wird und man möchte hervorstechen, dann ist es besser, wenn man die leisen Stellen nach oben drückt. Die lauten Stellen kann man nicht mehr nach oben drücken. Das heißt, die Dynamic Range wird kleiner und kleiner. Und das nennt man dann Loudness. Also es ist nicht die Lautstärke, wie man sich es normal vorstellt, sondern halt... Das sind schon die leisen Stellen lauter. Genau. Und das, was man beim Podcasten bei Sprache eigentlich ganz gerne hat, weil man da so leisere Gesprächspartner noch ein bisschen genau so ist es. Kann. Genau, da kann man ein bisschen tricksen und so, aber selbst dort macht man zum Beispiel, hier in den Pausen hört man ein bisschen das Rauschen vom Springbrunnen im Hintergrund, aber es hat keinen Sinn, das jetzt auch noch anzuheben. Mhm. Und auch wenn wir jetzt ein bisschen was hervorheben und ein bisschen kräftiger sprechen, dann ist das im Podcast auch noch immer ein bisschen lauter und kräftiger als der Rest von dem, was wir sagen. Aber im Radio funktioniert das halt nicht so, weil die Lieder gegeneinander konkurrieren müssen, vor allem auch zum Beispiel in Autoradios gegen den Motor konkurrieren müssen. Und deswegen ist über die letzten Jahrzehnte die Musik immer mehr und mehr dorthin gegangen, dass es keinen Unterschied in der Lautstärke, wie wir sie landläufig verstehen, besteht zwischen den leisen und den lauten Passagen. Und da gibt es eben dieses Video, das man googeln kann unter Loudness Wars. Ich glaube, es geht um eine ZZ Top Nummer, die halt remastered worden ist und da kann man schön sehen, wie einfach kein Unterschied mehr ist zwischen dem Schlagzeug, das einmal voll reindrischt und dem, keine Ahnung, der leisen Zwischenpassage irgendwo mitten im Lied. Ja, interessant, dass sich dann da so die Soundprofile verändern und dann vielleicht in weiterer Folge ja auch die Hardware, weil diese Beats-Kopfhörer oder so, deren Claim ist ja, dass dann MP3s und solche Sachen besser klingen. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz das, aber das vielleicht auch auf solche Faktoren Rücksicht genommen wird. Dann bei der Punkt ist doch, glaube ich, einfach, das Equipment spielt dann mehr Rolle als vielleicht das MP3. Das heißt, wenn ich das MP3 mit sehr schlechten Kopfhörern anhöre, kann es noch so ein schlechtes MP3 sein. Hingegen, wenn ich ein halbwegs gut encodiertes MP3 mit guten Kopfhörern anhöre, dann habe ich meistens ein schönes Erlebnis. Viele Faktoren, ja. Und wenn die Musik scheiße ist? Ja, richtig. Vielleicht sollte man da jetzt ein Rating für den Podcast spannen. Angst machen, wenn es dafür auch einen Filter gibt. Da hat sich vor kurzem auch im Internet das Ding gegeben, wo Apple ein U2-Album
gratis. Ich habe mich so geärgert über den Scheiß. Entschuldigung, das war das zweite, jetzt dritte Scheiße in diesem Podcast. Ich werde mich bemühen. Ja, mich hat das natürlich voll bissen als Apple-User. Ich habe zwar die Seite gefunden, wo man, also... Wie lösche ich YouTube? Genau, die Vorgeschichte, für die das nicht mitbekommen haben, eh unwahrscheinlich. Apple hat bei der vorletzten Veranstaltung einfach jeden Apple-Benutzer, jedem iTunes-Account-Inhaber das neue YouTube-Album aus Auge gedrückt, gratis. Ist einfach im iTunes aufgetaucht und auch auf die Telefone gesynkt worden. Und ja, man kann sich jetzt aussuchen, welche Gründe man hat, das nicht haben zu wollen. Inzwischen hat auch YouTube schon eingesehen, dass das nicht gut war und hat sich dafür entschuldigt, dass das passiert ist und so. Mhm. Es war marketingtechnisch nicht gut und ja, mich persönlich hat es nicht mehr gestört, als dass ich nicht in einer Statistik aufscheinen wollte. Aber es hat eine Webseite von Apple gegeben, da hat man sich abmelden können, dann ist das Ding angeblich aus der iTunes-Bibliothek verschwunden. Mein Problem war nur, dass ich nicht dazu gekommen bin, mein Telefon mit meinem Computer zu synken und jedes Mal, wenn ein Podcast aus war, ist es zu YouTube gesprungen. Und das hat mich dann doch ein bisschen, weil ich habe jetzt diesen Bluetooth-Kopfhörer und der hat nur einen Knopf und da kann man einfach nur stoppen und starten und jedes Mal das Telefon wieder aus der Hosentasche kramen und nachschauen, hinkommen in die Podcast-App. Also ja. Danke YouTube, danke Apple, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Ja, ich habe auch drüber, ich musste ein bisschen schadenfroh über diese Story lächeln natürlich. Und ich habe mir ja die Keynote angeschaut und ich habe mir schon während dem Gespräch gedacht, oi. Ob das für beide Beteiligten so gut ist. Ich meine, da war es noch nicht so klar, dass es wirklich jetzt lokal gepusht wird, so dass es wirklich downgeloadet wird. Aber das Gespräch an sich hat irgendwie schon sehr unglücklich vielleicht verspannt, wollten sie entspannt. Mit dem einfach davon ablenken, wie dumm dieses neue iPhone ist. Ich habe einen Nachtrag zum Thema Lautstärke beim Podcast. Unsere lieben Freunde vom Bitcoin-Podcast senden wieder. Ah ja. Haben sich nach längerer Pause mit einer Folge wieder gemeldet. Super. Und leider war die äußerst leise. Okay. Also ich vermute, sie brauchen noch ein bisschen, bis sie vielleicht bis auf Phonik wieder, Technik wieder anwerfen oder so. Niveau wieder auf dem alten Stand ist, aber natürlich sehr schön zu hören. Fazit, soweit ich es kapiert habe, Ihres Podcasts ist, die Nachrichten vom Tod von Bitcoin sind stark übertrieben. Sehr gut. Zitat, Bitcoin-Inhaber. Das stimmt, ja. Bitcoin-Inhaber. Ich bin ja auch mittlerweile Bitcoin-Inhaber. Genau, du bist jetzt auch Bitcoin-Inhaber. Ja, jemand, der hat mich unbedingt dann noch... Wurdest du zwangsbeglückt? Ja, richtig. Einmal. Ich folge diesem Twitter-Account shit/r/bitcoin-says. Ich finde das wirklich faszinierend, wie wenig Ahnung manche Leute von Wirtschaft und von einfach davon, wie die Welt funktioniert haben. Ja. Aber, ja. Es zieht halt dann auch solche Leute an. Ich meine, das macht die Diskussion einerseits natürlich sehr anstrengend dafür, aber auch sehr spannend, weil das irgendwie so am Anfang die Prämisse mit so, wir haben da jetzt vielleicht sowas Währungsartiges, jetzt hacken wir die Wirtschaft, machen wir es mal so, und dann, was dann rauskommt und was die Leute glauben, was diesen System überhaupt bedeutet. Ja, ich kann mir vorstellen, dass für Wissen das sehr, sehr schmerzhaft sein kann, streckenweise der Diskurs. Ich habe jetzt meine Themenliste nachgelesen auf deinem Smartphone. Und was mich am meisten interessiert, deswegen greife ich das jetzt gleich heraus, deine ersten Eindrücke vom Krautreporter. Genau, ja, ich bin ja stolzer Co-Finanzier von Krautreporter, dem deutschen superleibenden, alles besser machenden Jungjournalisten Projekt Kraut gesourced. Und die haben jetzt eine Art Beta-Version rausgegeben, also wo Finanziers, also die das gecrowdfundet haben, schon einen ersten Eindruck haben konnten. Und ich habe ein bisschen rumgesurft auf der Seite. Es ist ganz nett. Es ist also die Leute, die da so in die Videokamera gucken und ihre Sample-Videos und Gratulationsvideos abspielen, sind alle furchtbar jung. Und von den Stories, also sagen wir erst von der Aufmachung, ich habe es mal am PC jetzt angeschaut. Ich nehme an, das Ganze ist so gedacht, dass du es auf einem Tablet anguckst, wo du so schön wischen kannst und wo du auch große Fotos schön herumscrollen kannst. Ich war jetzt nicht so super fasziniert, also ich hätte irgendwie lieber eine normal funktionierende Webseite gehabt, die ein bisschen statischer ist, als dass da ständig... Das war zu responsive, das Design. Also es hat funktioniert, aber ich war jetzt noch nicht so ganz glücklich und ich habe mit Grausen dran gedacht, was passiert, wenn ich das jetzt versuche, auf meinem sehr kleinen Smartphone
zu lesen, weil ich mir halt nicht vorstellen kann, wie diese riesigen Bilder dann umeinander rutschen. Eine eigene App oder so. Aber es wird noch kommen und ich nehme an, sie sind auch sehr bemüht. Es hat Feedback gegeben, man konnte dann so für so jeden Punkt Feedback geben und es waren ein paar Stories drauf und sie haben ja als Krautreporter eher so den Anspruch, dann das zu machen, was die hektischen Tagesmeldungen, die ihre DPA- und APA-Meldungen abackern, nicht machen, also in die Tiefe gehen, wirklich jemanden zahlen, dass er recherchiert und dann die nicht gebrachten Stories halt rausbringen. Und das, was ich mir angeschaut habe, es waren ein paar Stories, es online war ein Interview aus Israel von einem Reporter, der heißt Jung und Naiv, das ist, glaube ich, seine eigene Serie oder Podcast. Und der hat dann einen israelischen Security Advisor da interviewt und der hat dem Jung und Naiven Reporter halt erklärt, wo Gott wohnt und warum alle Araber böse sind und es nie Frieden geben wird und so. Und ja, also... Aber also die Inhalt ist auch noch besser, sind also noch nicht im vollen Umfang jetzt. Nein, es waren einfach nur ein paar Stories, die schon fertig gehabt haben. Es sind ja ein paar Schwergewichte dort, die man aus dem Internet kennt. Der Richard Gutjahr, der Stefan Niggemeier, das sind ja so andere Story, gute Chancen, dass man die auch mal auf der Republika trifft und so. Habe ich noch nicht ganz gelesen, war von einem dänischen Entwicklungshelfer, der jetzt für Ebola, also in Afrika war und dort halt Ebola-Stationen oder Patienten geholfen hat. Also ich denke, es ist schöner Lesestoff, der halt sonst eher so in die Sonntagsausgabe einer Zeitung fällt oder überhaupt unter den Tisch fällt, weil... Ja, ich bin neugierig, was du noch berichten wirst. Vielleicht willst du noch so EPUBs oder so davon geben oder so vielleicht in späteren Versionen. Das habe ich schon angemerkt, ja. Ich wollte unbedingt ein EPUB haben, war diesmal aber noch nicht der Fall. Also derzeit war es nur im Web anschaubar. Ja. Was habe ich noch? Eine kurze Sache, die mir noch aufgefallen ist, Nachfolgeberichterstattung. Ich habe vor ein, zwei Folgen gesprochen über die Anona-Box. Habt ihr was darüber gehört? Ist ja Tor-Router. Nur kurz im Vorbeischauen. Das kleine weiße Ding mit den zwei Netzwerkbuchsen. Richtig, richtig. Tor für jedermann macht. Tor für jedermann, das schaltest du irgendwie dazwischen. Und ist ein Kickstarter-Projekt. Also ich weiß ja nicht. Community. Wie das Projekt, ob das Projekt gut ist oder... Ja, ob das... Mir kommt es zu einfach. Ich muss zugeben, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, aber mir kommt das zu einfach. Das Versprechen zu einfach vor. Ja. Steck mich an und alles wird gut. Anscheinend ist das Versprechen auch nicht so einfach einzuhalten. Also der Claim war offene Hardware, offener Code. Okay, also soweit ist schon mal so wichtig für Tor oder so. Allerdings gibt es jetzt die ersten Shitstorm oder begründeter Shitstorm. Ich weiß nicht, dazu habe ich mir noch keine Meinung gebildet, weil er gemeint hat, die Hardware baut er auch irgendwie von Grund auf und die Seite von Grund auf neu. Was ich bei sowas, also ich bin ja voll für Open Source rundherum. Sogar Hardcore mit GPL und so. Ja. Also kein BSD-Schmarrn für mich. Aber was ich nie verstehe ist, wie soll Open Hardware heutzutage funktionieren? Ich meine, du kannst einen Prozessor nicht selber basteln und du kannst selbst die Schaltpläne freigeben. Ja, aber selbst wenn du den Prozessor selber designen könntest, was du nicht kannst. Ja, das musst du ja nicht. Es geht ja darum, dass die Pläne frei sind. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass du woher kriegst du eine passable CPU-Architektur, die frei ist? Und selbst dann, wie willst du sie produzieren? Das gibt es nicht im Umfeld des ARM-Ökosystems irgendwie? Ja, also ARM, Pläne, die ARM-Rechner sind ja alle lizenziert von ARM, von deswegen ARM. Heißen sie ja ARM. Ja, du musst zahlen, aber das hat ja nichts mit der Offenheit des Konzeptes. Ja, und dann, ich meine, ätze ich die mit der Hand oder wie will ich die auf das Silikon bringen? Das musst du in einem Format, glaube ich, an einen chinesischen. Also ich sage nicht, dass man sich nicht bemühen kann, möglichst viel davon irgendwie offen zu machen, aber der Punkt bleibt, irgendwann ist man abhängig von einem Hersteller, den man nicht auf die Finger schauen kann. Das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Und genau darum geht es auch in dem Vorwurf zum jetzigen Projekt. Es wurde nämlich beklagt, dass die Grundplatine, die er hernimmt für diese Box, keineswegs irgendwie selbst designt hat, sondern dass die bei Alibaba, bei dieser großen Handelsplattform, $30 günstiger schon zu erwerben gibt und dass er die hernimmt. Und jetzt weiß ich nicht, sind diese Vorwürfe, wie du schon gemeint hast, alles von Grund auf bauen, geht nicht. Für ein Einzelprojekt, Kickstarter, wahrscheinlich zu komplex, sage ich jetzt mal. Ist es jetzt dieser Vorwurf gerechtfertigt, dass die Leute sich anrufen, das ist aber nicht selbst gebaut? Oder ist es legitim, weil die Platine holt er sich und was er dann drauf wird, kann er ja noch Chips-Sachen draufstecken oder so. Stell ich mir halt so vor jetzt. Die andere Sache ist halt, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, die Schaltpläne offen zu haben und das irgendwo zu produzieren, ist dann die nächste Geschichte. Sollte das Gerät, das diese Ätzungen vornimmt, nicht auch offen sein? Und wenn ja, wo bekomme ich so ein Gerät her?
Ui, das ist eine rekursive Fragestellung dann schon. Ja, das ist immer so ein Bootstrapping-Problem, oder? Wie weit gehe ich zurück oder wie viel Freedom brauche ich, ne? Weil im Endeffekt muss man immer auf andere Leute bauen, auf andere Technologien bauen und man tut es ja leichter. Ne? Also das Schöne, dass ich hergehen kann auf einem sehr hohen Level Open Source produzieren kann, das was drauf aufbaut, dass sehr viele andere Leute in der Vergangenheit sich darum kümmert haben, wie funktioniert das wirklich auf dem Low Level. Das sollte man den Menschen einmal sagen, die den GCC so in den Dreck treten momentan. Ja, aber momentan haben die ein bisschen einzustecken. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich bin ja nicht dagegen. Ich bin weder dagegen, dass man sich bemüht, möglichst viel open zu machen, noch dagegen, Sachen zu benutzen, die nicht open sind, wenn man keine andere Wahl hat. Aber diese zwei Gesichter, die manche Leute aufsetzen, wo sie auf der einen Seite behaupten, sie sind ja auch so open, weil sie damit Kammerpunkte einsammeln können und auf der anderen Seite dann halt stillschweigend was auch immer irgendwelche Alibaba-Hardware verwenden, wäre nicht notwendig. Könnten es wahrscheinlich, wenn sie von Anfang an ein bisschen ehrlicher sind, das Ganze man dann auch realistischer gemacht. Durchführen. Und ich glaube, Realismus ist das, was wir brauchen und nicht irgendwelche. Ich darf da vielleicht ein bisschen Stallman zitieren. Ja, das ist der Punkt. Punkt Stallman zitieren hat halt wenig damit. Voller Fan von den Menschen. Und wie gesagt, ich stelle die GPL weit vor alle anderen Lizenzen. Und ich bewundere ihn wirklich dafür, dass er das die letzten 30 Jahre oder länger durchzogen hat. Und großer Fan von seiner Arbeit. Aber der Punkt ist, das Ökosystem rund um GNU ist halt 10 Jahre hinterher. In manchen Bereichen sind sie 10 Jahre voraus, aber im Großen und Ganzen sind sie 10 Jahre hinterher. Und ich kann gut damit leben. Ich habe kein Problem damit, den GCC zu verwenden, der halt nicht optimiert für die, was er eh tut, aber für die letzte Prozessor-Generation von Intel. Und der halt irgendwie nicht statisch analysieren kann, wie der LLVM oder was auch immer, CLang. Aber das muss man sich halt auch eingestehen, dass man sich so Sachen wie Open Source mit anderen Sachen wie langsamer Fortschritt erkauft. Und die Sache ist, der GCC produziert im Vergleich zum LLVM teilweise doch noch optimierten Code oder besseren Code. Also es ist nicht so schwarz-weiß, dass einfach jetzt LLVM nur weil es der New Hot Shit ist. Da muss ich sagen, im Internetradio wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich schon. Das werden wir mit Rauschen überlegen. Jedenfalls der Punkt ist, genau, GCC unterstützt mehr Plattformen wahrscheinlich, teilweise besseren Code, mehr getestet und so weiter. Das heißt, es macht auch Sinn, dass das verwendet wird. Und ich sage das als ein Benutzer von beiden, weil natürlich für die iOS-Entwicklung ich darauf angewiesen bin, mit dem Klang zu kompilieren. Und ich muss schon sagen, dass die Fehlermeldungen um Größenordnungen besser sind und dass die Integration mit Source-Analyse und statischer Analyse und der IDE und so natürlich viel besser sind, weil moderner. Aber deswegen sage ich jetzt trotzdem nicht, CLang und LLVM sind die einzig wahre Zukunft und GCC soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das ist nicht realistisch. Und es ist immer gut, dass es ein bisschen Konkurrenz gibt, weil seitdem es LLVM gibt und CLang gibt, schauen auch die GCC-Leute, dass vielleicht ein paar Sachen eingebaut werden. Ich glaube, diese Colored Output, was ich bei LLVM und CLang sehr schön finde, gibt es auch, glaube ich, seit entweder 4.8 oder 4.9 im GCC jetzt auch. Das heißt, prinzipiell dadurch, dass LLVM existiert, hilft das auch dem GCC-Projekt indirekt, weil jetzt einfach dieser Konkurrenzdruck ein bisschen da ist und GCC jetzt vielleicht ein paar Sachen einbauen muss, neue Features machen muss und sich von alten Dingen lösen muss, nur weil es eben LLVM gibt und weil es ein bisschen Konkurrenz ist. Zum Thema das neue Ding und das proprietäre Ding und das alte Ding. Ich habe vor kurzem OS 10.10 installiert, Yosemite. Yosemite, oder? Genau, ja. Yosemite. Yosemite ist Yosemite. Die richtige Aussprache. Ja, Yosemite. Wenn du die Apple Keynote... Ja, hätte ich besser schauen sollen. Er war gerade ausgefallen, das Ding. Magical, awesome und so weiter. Was ich toll gefunden habe, oder lustig gefunden habe, ist, dass sehr viele UI-Decisions im 10.10 ähnlich sind wie die von GNOME 3, da zum Beispiel die ganzen Tabs und so weiter in der Titelbar sind, die eigentlich nur mal Titelbar heißt, obwohl gar kein Titel mehr drinnen steht. Ich finde es schön, dass halt die Linux-User trotzdem immer jammern, GNOME 3 ist so blöd und so weiter, aber GNOME hat in der Version 2 und so weiter sehr viel von macOS abgeschaut und das war dann immer so hinten nach. Jetzt mit GNOME 3, was auch sehr, sehr unbeliebt ist bei sehr vielen Linux-Usern, setzen sie aber mehr oder weniger Trends. Ne? Ich würde nicht sagen, dass Apple das abgeschaut hat, aber zumindest... stirbt die Menüleiste oder...
Ja, es macht auch Sinn, diese Title Bar, wo nur der Text drinnen steht, macht vielleicht wenig Sinn. Ja, das ist jetzt gerade so irgendwie in einem Halb-Zwischenzustand, wo man nicht wirklich weiß, was passieren wird. Das ganze Betriebssystem ist viel flacher geworden, weniger Schatten und dementsprechend auch weniger Unterscheidung zwischen manchen Elementen. Ja, das mal schauen, wo das dann mit 10 Flach dürfte das neue Zauberwort sein in der Designsprache, ja, oder? Weil dieses Obwohl, andere. Das ist ja auch irgendwie, das stimmt ja auch nicht. iOS 7 hat man ja auch als flach bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist es ja viel tiefer als alles vorher, weil es ja diesen Parallax-Effekt hat und so. Ich weiß noch nicht, wo das hinführen soll. Mir wäre lieber, sie würden nochmal aber Bugs fixen. Nicht nur User Interface, bling bling. Was ich schön finde, ist diese, also was ich ursprünglich schön gefunden habe, ist, dass halt, wenn zum Beispiel die Webseite raufscrollt, dass man geblurrt noch in der Titlebar sieht, der Content, ne, um ein bisschen mehr Kontext zu bekommen. Aber Gott sei Dank kann man das auch im OS 10.10 abschalten. Das Lustige ist, in der Version 10.10, in der aktuellen Version, also die nicht abgedatete Version, hoffentlich gibt es bald Updates, kann man in Accessibility-Dingern das auch ausschalten. Dann ist das ganze Blurring wieder ein bisschen weg und ist ein bisschen schöner. Der einzige Nachteil ist dann, hat man dieses Volume-Overlay und da haben wir dann schwarze Ecken, weil das irgendwie dann, ja. Ja, das Ich möchte noch einen Nachtrag machen. Sozusagen unterbreche ich. Zu eurer Diskussion war, warum mit der Hardware, also wie sehr man offen sein kann oder wie sehr man Open Source sein kann und dass man im End dann doch wieder auf einen proprietären chinesischen Hersteller zurückgreifen muss. Also ich zitiere jetzt Stallman, ja, dass halt Open Source und freie Software zwei verschiedene Denkrichtungen sind. Sind zwar ähnlich, aber nicht identisch. Und das, was Stallman halt vertritt, und je mehr ich über ihn lese, desto mehr stimme ich ihm dazu, sagt er halt, dass Open Source geht um die Grundfreiheiten, die vier, die du mit freier Software hast. Und eine ist eben die Freiheit zu study. Also, dass du durch die Offenheit schauen kannst, wie es gemacht ist. Und Open Source heißt jetzt nur, wir legen den Quellcode offen, um eben bessere Software zu produzieren. Aber die Freiheit, dass du jetzt das studieren kannst oder dass du jetzt das selber kompilieren kannst oder bei Open Hardware das selber bauen könntest, ist ja kein Zwang. Du tust ja auch ein fertiges Firefox-Binary verwenden und jetzt nicht Firefox selber kompilieren. Okay, du nicht. Ich meine... Macht lang her, dass ich das letzte Mal Firefox kompiliert habe. Nein, aber wieder mal Gentoo aufsetzen. Ich verwende immer die Binaries, ja, aber trotzdem freue ich mich, dass ich weiß, auch wenn ich eine Freiheit nicht benutze, ist das sehr viel wert, dass ich sie habe. Das ist ein Wert an sich. Ja. Ja? Ja. Und das sollte man nicht aber unterschätzen. Ne? Du kannst natürlich habe ich nicht die totale Freiheit bis in die Herstellermaschine von der Maschine, die Maschine macht, die mir den Chip produziert. Mit der Software ist das ein bisschen anders. Du hast vollen, also abgesehen davon, dass du den Compiler bootstrappen musst, was ein bisschen zart sein könnte, aber selbst das könnte man heutzutage noch hinkriegen. Ich glaube, der Bootstrap-Code von GCC ist nicht so schwierig zu verstehen. Aber du könntest im Endeffekt Firefox kompilieren mit aus Source-Code, den du von vorn bis hinten hast und verstehen könntest, wenn du die Zeit hättest. Aber ich wollte nur die Analogie sagen, bei Open Hardware muss ich ja nicht alles selber bauen, aber ich freue mich, dass ich aber es könnte. Aber du könntest auch nicht. Du könntest die Hardware nicht bauen. Und das ist der Punkt. Es gibt ja auch diesen netten Artikel, heißt der Trusting Trust oder so? Ja. Ja. Ein Klassiker. Genau. Unbedingt durchlesen, lieber Hörer. Drück jetzt auf die Pause-Taste und hör das an, also liest dir das durch. Trusting Trust, ein Paper von irgendwem. Okay, ich werde es verlinken. Genau, es werden verlinken. Da geht es halt darum, selbst wenn du einen Source-Code für den Compiler hast, um den Compiler-Source-Code zu übersetzen, brauchst du einen anderen Compiler, der wahrscheinlich Binary vorhanden ist. Ja? Mhm. Das heißt, selbst wenn du jetzt einen Source-Code für den Compiler hast und den komplett durchlesen kannst, beziehst du deinen Compiler, der diesen Source-Code kompiliert, im Paper durchlesen, das ist vielleicht zu verstehen und nachvollziehen. Also du stoßt irgendwo immer wieder an. Genau, das heißt, wenn ich dir die Binary gebe, die deinen Compiler dann baut, dann kann ja ich in dieser Binary schon was einschleusen, das sagt, okay, wenn ich auf dem Horst seinen Rechner laufe und GCC Source-Code gesehen wird, dann übersetze ich nicht das, sondern meinen. Aber es läuft eigentlich zurück auf ein politisches oder gesellschaftliches Grundproblem. Wie viel Vertrauen hast du in deine Mitmenschen? Ne? Oder in welcher Gesellschaft lebst du, dass du wie weit raus du ankommst? Und im echten Leben ist halt so, irgendwann muss man halt das Ganze pragmatisch sehen und sagen, okay, es macht vielleicht Sinn, dass ich High-Level-Code habe, dass ich leicht zu verstehenden JavaScript-Code habe, den ich dann irgendwie bearbeiten kann. Dann auf einem bisschen niedrigeren Level vielleicht Python-Code, auf einem noch niedrigeren Level C-Code, auf einem ganz
noch ein Stückchen niedrigeren Level Assembler oder halt, weiß nicht, Kernel Code für bestimmte Architektur und dann wäre wahrscheinlich Open Hardware jetzt. Also. Und je weiter es mal runtergeht, desto weniger Leute gibt es, die das Ganze verstehen dann, ja. Und auch was machen können. Ne? Und dann finde ich so, okay, ich meine, mein Level ist wahrscheinlich irgendwie zwischen Assembler und Hardware irgendwo, wo ich dann ausstelle. Das heißt, für mich macht Open Hardware wenig Sinn, für mich persönlich, weil ich keine Zeit habe, das Ganze mir durchzulesen und anzuschauen. Ne? Ich finde es prinzipiell ein Wert für dich, dass du Open Hardware benutzt. Ja, aber wenn dann die Auswahl ist zwischen Open Hardware, die langsam ist, und ist Closed Hardware, die schnell ist, ja, werde wahrscheinlich die, je nachdem, was ich halt mache, die schnelle Hardware bevorzugen wahrscheinlich. Aus pragmatischer Sicht. Mhm. Wenn ich eher der Hardware-Typ wäre, dann würde ich wahrscheinlich mehr Wert legen auf Open Hardware vielleicht. Keine Ahnung. Zumindest um das Ganze zu verstehen. Open Hardware ist in dem Sinn vielleicht nicht, dass man sagen kann, okay, es gibt irgendeine sehr langsame, sehr basic Hardware, die man sich mal Open Hardware-mäßig anschauen kann, durchlesen kann, verstehen kann. Nur um dann zu wissen, wenn ich auf der richtigen proprietären Closed Hardware arbeite, dass man ungefähr weiß, wie das ungefähr abläuft. Oder anders ausgedrückt, Open Hardware macht Sinn im akademischen Bereich, um mal von oben bis unten eine komplette Möglichkeit zu haben, alles zu verstehen. Aber wenn ich dann wirklich auf einer echten Hardware, auf einer Intel-CPU mit einer NVIDIA-GPU oder was auch immer richtigen Code ausführe, dann muss man jetzt unbedingt darauf bestehen, dass das Open Hardware ist. Thema Open Hardware, es gibt so eine Geschichte, ich hoffe, ich kann es richtig referenzieren in den Shownotes, von einem britischen Studenten, der wollte sich einen eigenen Toaster bauen. Wirklich alles selbst. Also er wollte keine proprietären Teile sozusagen drinnen haben. Und er hat dann angefangen zu recherchieren, wie vor 100 Jahren die ersten Toaster funktioniert haben. Und dann hat er im Kohlebergwerk halt Kohle genommen und dann versucht zu schmieden halt, so mit Eisen und so. Und er ist nicht sehr weit gekommen, weil je mehr er recherchiert hat, desto mehr war er immer wieder auf irgendeinen Zulieferer abhängig. Also allein wenn es um Nägel oder Drähte oder Steckdosen geht. Und am Schluss, also was er zusammenbracht, waren ein paar Kurzschlüsse und dass dann was verkohlt ist. Aber er hat also, obwohl er sehr viel Zeit und Energie reingesteckt hat, ist er nicht sehr weit gekommen, weil du sozusagen, egal was du machst, in unserer Gesellschaft auf andere Menschen angewiesen bist und auf ein gewisses Vertrauen, dass die das richtig machen oder ihren Job richtig machen. Mit einer Metallplatte, die man sich vielleicht irgendwo besorgen muss, und einem Lagerfeuer können wahrscheinlich Toastbrot auch irgendwie machen. Die andere Geschichte ist natürlich, das Toastbrot, wo kommt das daher? Ne? Nein, er wollte nur den Toaster haben, also ein Brite okay. Halt. Die also ein Toaster mit proprietärem Toastbrot. Ne? Ja, aber das zeigt ja gut die Problematik auf immer so. Es ist in den Diskussionen immer oft, das eine ist das wahre oder das andere. Ich glaube, der Realismus ist wirklich der einzig zugängliche. Man muss einmal akzeptieren, dass das Brot vielleicht nicht aus der politisch korrektesten Ecke kommt, wenn man andere Faktoren dafür gut macht. Das Brot ist so wahrscheinlich nicht open, weil Monsanto hat da garantiert ein Patent. Also und abgesehen auch davon, das ist ja oft auch so mit Umwelt und so, und die einen sagen, ja, trennen sinnlos, kommt eh alles wieder zusammen und Ding und so. Und auch wenn manche Sachen nicht Sinn machen, allein so, dass man das mal im Blickfeld hat und dass es im Bewusstsein mehr verankert wird, dass es da überhaupt so Faktoren gibt, die man beachten könnte, auch wenn sich das in der vollen Komplexität schon allein beim Supermarkteinkauf einfach nie und nimmer ausgeht. Ja, das aber man kann ja, weiß nicht, Open Erdbeeren machen, weil den muss man dann nur in den eigenen Garten setzen und dann hat man halt diese Erdbeeren, da ist man ziemlich unabhängig davon. Ja. Vielleicht ist man abhängig vom Wetter, dann muss man sagen, okay, wie kann man Open Wetter machen? Open Wetter, ja. Und natürlich die Samen für die Erdbeeren sind natürlich auch nicht, die sind ja auch irgendwo aus proprietären Vergangenheiten daher. Ne. Das heißt, irgendwann gibt es eher einen Punkt, wo man sagen muss, okay, das jetzt ist, jetzt mal ist Schluss. Halt in der Welt, ja. Aber muss halt irgendwie jeder für sich den Punkt finden, wo man sagt, okay, bis dahin ist es gut, dass es irgendwie schon vor mir was gegeben hat, Closed-Dinger gegeben hat, die was das Ganze machen. Und ab hier hätte ich gern Open-Source-Sachen, würde ich gerne reinschauen. Ne? Und das kann ja so weit gehen, dass irgendein Closed-Source, jetzt wieder um den Bogen zur Software zu spannen, irgendein Closed-Source-Produkt gibt. Und für dieses Closed-Source-Produkt macht man irgendwelche Skripte oder User-Based Scripting. Das heißt, obwohl das Produkt Closed-Source ist, ist es für sehr viele User schon sinnvoll, wenn es einfach basierend auf diesem Produkt Open Source Skripte also gibt. Wenn du Firefox auf Windows laufen lässt. Nein, eher so, stell dir vor, weiß nicht, wenn du Open, wenn du jQuery im Internet Explorer laufen lässt. Ne? Internet Explorer ist komplett closed. Blöde Analogie. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Aber stell dir vor, du hast irgendein Closed Source Videoschnittprogramm, aber du kannst mit Open Source Plugins dazu, die vielleicht in Python geschrieben sind,
irgendwas verändern. Und diese Plugins, die sind Open Source und damit kann ein Videoschnittmensch Sachen verändern. Und für diesen Menschen, der vielleicht gar nicht C kann, der vielleicht noch nie ein Videoschnittprogramm bearbeitet hat, macht es Sinn, dass die Skripts dafür Open Source sind, weil er kann einfach eine Variable ändern und sagen, okay, jetzt macht das, was ich will. Genau, und diese Schnittstellen sind besonders wichtig, wenn man da mehr Leute noch besser erkennen könnten bei den CMS-Sachen, fällt mir nur ein, bei WordPress ist ja eigentlich genau umgekehrt. Das WordPress selber ist ja eigentlich frei, kannst du runterladen, frei verfügbar, ist steht unter einer GPL. Rundherum finden jede Menge Plugins unter unterschiedlichsten Lizenzen und da aber ein feines Zubrot sich verdienen. Ich meine, es ist jetzt auch, ich finde da jetzt auch nichts Schlimmes dabei. Zum Beispiel, früher habe ich noch sehr viel an diesen ganzen Templates selbst rumgehäckselt oder so. Jetzt sage ich, investiert einmal so eure $15 in ein Template, das halbwegs sauber ist und dann ist auch gut. Dann weint man auch nicht bei jedem manuellen Update. Ja. Einmal noch kurz zu Closed Source Hardware, aber nicht wirklich so ein Beitrag. Mir ist noch aufgefallen heute, war eine Story, dass ein Ubuntu Phone, das ist Wesen, das es ja eigentlich nicht gibt. Ubuntu Phone ist die Software, an der Canonical schon einige Zeit lang bastelt. Also eigentlich wollen sie ja Desktop Ubuntu und alle ihre Schienen, ihr Fernseh Ubuntu und so, alles zusammenführen in das in die Ubuntu Touch Oberfläche. So nach Windows 8, ne? Und jetzt hat es einen chinesischen Hersteller, der glaube ich eh gar nicht so unbekannt ist. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, Meizu oder Meishu. Das ist so wie dieses Xiaomi oder Oppo. Das gibt es jetzt so ein paar chinesische Hersteller, die zumindest in der Android-Welt jetzt einmal so ein bisschen was Interessanteres bringen. Das Oppo Plus One Plus One beispielsweise wird per vom Werk an schon mit Cyanogenmod irgendwie ausgeliefert, was ja schon mal ein ganz guter Ansatz ist. Und ja, genau, die Meishu, die haben gemeint, sie wollen es zwar nicht von Werk aus anbieten, was ja schon mal eine große Einschränkung ist, aber es soll möglich sein, sich ein von ihm bereitgestelltes Image von Ubuntu Phone auf diesem Phone installieren zu können und was zu bringen. Schauen wir mal. Ich sehe den Preis noch nicht. Also Ubuntu war irgendwie so ein wichtiges Steckenpferd und ich kann es immer weniger mit gutem Gewissen empfehlen, weil einfach diese Desktop-Oberfläche, die neue bieten sie noch immer nicht an, der nächste Release wird die zwar in einer Preview, irgendwie kann man sich's anschauen, aber fertig ist sie noch nicht, bringen sie auch nicht raus, also das können wir mindestens noch ein Jahr warten und sie halten halt eine ziemlich große Community in Geiselhaft mit ihrem Desktop, der muss ich jetzt sagen, selbst wenn er halbwegs funktioniert, einfach erst langsam und zach. Es lässt sich nicht anders sagen. Sogar auf neuer, moderner Hardware kann man einiges rausholen mit anderer. Aber, es funktioniert immer noch besser als teilweise andere Linux-Distributionen. Ja, ja. Und auf dem aufbauend kann man auch sagen, heute, und wirklich heute, wenn man Slashdot glauben darf, ist Ubuntu 10 Jahre alt. Das ist genau vor 10 Jahren, 2004 im Oktober, ist Ubuntu 4.10 rausgekommen. Wahnsinn. Ja. Ja. Na, wie gesagt, ich habe es ja zu Hause immer noch in Form von Xubuntu im Einsatz. Also ich mag es trotzdem, weil einfach die Pakete, einer der Hauptsachen ist einfach, dieses Paketmanagement hat immer die neuesten Pakete und es ist breit gestreut. Und ich bin mittlerweile so faul, dass ich vieles einfach auch im Software-GUI einfach mir anklicke, runterhole und es ist nicht mehr als ein Ladebalken und dann ist auch gut irgendwie. Ja. Ach, wie gut, dass man auf Debian aufbauen kann. Ja, stimmt. Das sind echt die Riesen, auf denen sie stehen, die Schultern der Riesen. Wobei meine persönliche Backstory, ich habe mit Linux angefangen 2003, mit Red Hat 8 in der Boxed-Version irgendwo im Shop gekauft, habe dann irgendwann als Slacker verwendet und bin dann ungefähr 2004 auf Ubuntu umgestiegen und habe es mal versucht, ausprobiert. Und nur mit Hilfe von Ubuntu bin ich dann überhaupt zu Debian gekommen, weil der Debian-Installer zu der Zeit, also da war hat es, glaube ich, diesen Debian-Installer, so wie man heute kennt, gar nicht noch gegeben. Das war irgendwie zu kompliziert. Ja. Und die Ubuntu hat diese leichte Einstieg, die war die leichte Einstiegsdroge für dann das echte Hardcore-Debian mit Dpackage und apt-get und so weiter. Und das war schon nicht schlecht, dass es gegeben hat. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, also Ubuntu ist schon eine gute Sache. Ich finde, dass sie haben ein paar, wenn nicht, also neuen Desktop kann man ja oder nein sagen, also in einer guten Argumentation kann man sagen, die befruchten sich eh wieder gegenseitig im nächsten Schritt. Andererseits, sie haben halt ein paar strategische Sachen gemacht, wo man sie viel geschickter mit der Community hätten umgehen können. Ihr Eiertanz und System-D-Aufnahme herum, plus, dass sie sich gegen den Wayland, den AMX-Server-Nachfolger entschieden haben, also das auch zu einem wirklich ungünstigen Augenblick, nämlich kurz bevor sie gesagt haben, juhu, wir machen mir einen ganz eigenen Ansatz, also ja,
ich hoffe, es gibt diese Fonds, damit sich diese Warterei jetzt einmal ausgezahlt hat, weil es tut sich da halt sehr herzlich wenig an der UI-Front. So mir nix, dir nix, einen anderen Display-Server machen. Ja, genau, so aus dem Stand heraus. Ja. Ja, schauen wir mal, ob sie sich da überhoben haben oder ob das eh das dann alles im Endeffekt einen Nutzen, Sinn, Erfolg zeigt. Ja. Ich hätte noch zum Thema Repository, oder weil du sagst Ubuntu-Repository, also ich habe Linux Voice gelesen wieder. Aus der United Kingdom Zeitschrift. In der Papierversion oder? Nein, auf meinem Kobo E-Book Reader, nämlich erfreulicherweise kommt die nicht nur als PDF super gelayoutet, sondern auch als EPUB. Mhm. Und ist jetzt eigentlich das, die Kombination, die mir am meisten Spaß macht, also auf dem E-Book Reader eine Zeitschrift lesen im EPUB Format, die auch schon so per E-Mail kommt. Ich muss sagen, das waren meine besten 15 Pfund oder so, die ich in meinem Leben investiert habe. Für Zeitschriften, für Computerzeitschriften, weil es halt sehr mein Geschmack trifft. Mhm. Und es war mehrere Linux-Artikeln halt drauf und einer ist halt einfach vom Linux-Repository oder Ubuntu-Repository einige Tools quer durch den Gemüsegarten vorgestellt. Zum Beispiel Hardtop und Hardtop, ja, das hat schon mal Colonization und so und einfach mehrere. Und ja, und dann haben sehr viele Python-Tutorials drin. Ich will nicht unterbrechen, aber ich werde dich unterbrechen. Komm, wegen Unterstellen, gell? Okay. Das ist das, es war halt wegen am Mikrofon. Einfach so viel zum Thema Open Weather. Ja. So. Ja. Ich glaube, das ist das nächste einfachste. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr begeistert von dem Linux Voice, kann es sehr empfehlen. Mhm. Und da das jetzt die 9. Ausgabe ist, sollten jetzt demnächst die Artikel von der 1. Ausgabe frei werden. Das haben die zumindest angekündigt. Das heißt, dann wird es für auch dich für lizenztechnisch interessant, ob du da vielleicht Artikel übersetzen und releasen kannst. Genau, die sind dann sowieso frei. Genau. Sehr cool. Jo. Jo. Habt ihr noch was aus eurer Work-Seele brennt? Ich würde ansonsten nur kurz die Gefängnisserien einwerfen. Gefängnisserien, sehr gut. Das war aber nur ein ganz kurzer Block. Ich habe dann nur mehr Wasteland. Wasteland, genau. Das hängen wir gleich dran. Ja, ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche über Orange is the New Black gesprochen. Eine Serie, die von Netflix produziert wurde, ganz modern und sehr erfolgreich. Ich habe die ersten zwei Staffeln mittlerweile gesehen und finde sie erzähltechnisch auch mit Einschränkungen, wie ich es eh schon erzählt habe, gut. Und während Orange is the New Black Frauen im Gefängnis behandelt und in Flashbacks wird ihre Vergangenheit erzählt, habe ich die Komplementärserie dazu gefunden, die nennt sich Rectify und handelt über jemanden, der nach 20 Jahren Gefängnis auf Death Row entlassen wurde, weil ihr seine DNA-Probe nochmal überprüft wurde, draußen ist aus dem Gefängnis und zurückkehrt in sein Heimatdorf. Und in Flashbacks wird jetzt über seine Zeit im Gefängnis berichtet. Und ansonsten sieht man eine sehr langsam entwickelte Geschichte um die Familie herum, um die Sheriffe, die damals die Verhaftung durchgenommen haben. Und anscheinend gibt es da auch so einen kleinen Story, oder groß, ich schätze mal großen Story-Arc, um Freunde, die sich über die damalige Nacht nicht ganz sicher sind. Da sind dunkle Geheimnisse. Es ist aber eine fiktionale Story. Es ist eine fiktionale Story. Ist sehr gefühlvoll gemacht. Also man könnte sagen, es ist so ein bisschen auf Sundance mit sehr gefühlvoller Musik und sehr schöner Charakterzeichnung. Mich hat es jetzt nach zwei Folgen nicht so gepackt. Eigentlich hatte ich ja das Projekt, diese drei Gefängnisserien. Eigentlich könnte man Prison Break noch hinzunehmen. Wollte immer so abwechselnd alternierend schauen. Aber ich bin vielleicht ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Das hätte mich wahrscheinlich keiner der Serien genießen lassen. Und ja, also Rectify kann man sich anschauen. Das ist so etwas mit, kann einem gefallen, wenn einem die Charaktere so interessieren, im kleinen Kleinstadtmilieu, ganz liebevoll gezeichnet. Ansonsten, mich hat es jetzt nicht so rausgerissen. Die dritte Serie, die ich mir angeschaut habe, wird als Proto-Serie für die anspruchsvollen neuen, man sagt ja immer, Serien sind das neue Kino und so, eine HBO-Serie, eine frühe, nennt sich Oz. Und Oz ist ein Hochsicherheitsgefängnis in Amerika und darüber handelt die Serie. Da habe ich nur die erste Folge gesehen. Ich weiß auch nicht, wo ich es mir in der Herbstzeit jetzt noch wirklich fertig anschaue. Erstens dauert es 6 Staffeln lang. Das heißt, das ist wie West Wing, da kann man mittlerweile furchtbar versinken. Und zweitens ist es gut. Es wird so der Betrieb gezeigt und die Härte des Gefängnisses, aber es ist auch wirklich düster. Mhm. Und die Gewalt wird auf eine Art und Weise gezeigt, die einem selber wehtut. Mhm. Also ist eine sehr. Kann man sich anschauen, hat mich jetzt aber auch nicht so. Naja.
Kann man, muss man nicht selber entscheiden, mal reinschauen. Ich wollte nur sagen, dass es die gibt. Und ja, eigentlich bin ich ja darauf gekommen. Schnell, bevor sie Pirate Bay sperren. Ja, genau, bevor das alles Netz sperrt. Ja. Bin ich drauf gekommen, weil ich ja eigentlich das Genre des Ausbruchsfilms so gerne mag, also aus dem Gefängnis ausbrechen. Da gab es ja auch eine Serie dazu, die aber nur die erste Staffel gut sein soll. Prison Break habe ich nicht angeschaut. Aber zwei Filme, die man vielleicht erwähnen kann, die ich sehr gerne habe in dem Zusammenhang, ist 1963 gab es Die Flucht aus Alcatraz, ja, mit Clint Eastwood. Das ist ein klassischer Ausbruchfilm, den man mit. Und ein anderer hat zwar nicht Gefängnis, sondern Gefangenenlager. Das sind gesprengte Ketten, wo ziemlich jeder bekannter Schauspieler von der damaligen Zeit, Steve McQueen, oder? Genau, richtig. Ja, ja. Steve McQueen, der James Garner und noch ganz, 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 ganz viele alte bekannte gesprengte Ketten unbedingt anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. So, raus aus dem Gefängnis. Nein, nicht ganz, das stimmt nicht. Weil ich. Ja, Wasteland hat auch was mit Gefängnis zu tun. Okay. Du redest jetzt von Wasteland 2? Ich spreche von Wasteland 2, dem Rollenspiel, das In Exile jetzt mit einem Kickstarter-Projekt, ich glaube, erfolgreicher als das kurz davor erfolgreichste von Double Fine, das Point-and-Click-Adventure, das dann Broken geheißen hat. Genau. Jedenfalls, Wasteland 2 ist der Nachfolger von Wasteland, das wiederum, das originale Wasteland ist wiederum der spirituelle Vorfahre von Fallout und Fallout 2. Sehr, sehr beliebte Spiele, soweit ich das mitbekommen habe. Ich kenne sie nicht, aber. In meinem Umkreis wahnsinnig beliebt, ja. Ja. In Wasteland, also ist alles postapokalyptisch, düster. Ja, spielt irgendwo in Arizona, in Wasteland, in dem ersten Spiel, das muss irgendwann in den 80ern herausgekommen sein, schätze ich. Geht es um die Texas Rangers oder um die Rangers, Arizona Rangers, ich weiß es nicht, die halt irgendwie so sich nach dem großen Atombombenfall noch irgendwie so zusammenraufen, versuchen, die Reste der Menschheit am Überleben zu halten. Und die sich halt in einem ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis verschanzen und dort irgendwie versuchen, die Zivilisation neu aufzubauen. Inzwischen sind sie von dort ausgezogen, haben die Zitadelle ein paar Kilometer, 100 Kilometer oder was auch immer weiter westlich. Das Ganze ist natürlich grafisch viel ansprechender. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden reingesteckt, mir gefällt es ganz gut. Es ist als Rollenspiel, es ist sehr nett. Die Geschichte wird recht gut erzählt. Es gibt einiges an Geschichte, man hat zumindest ich bis jetzt hat das Gefühl, dass man schon in einer Sandkistenwelt ist und nicht irgendwie. Also es ist zwar am Anfang zumindest klar, was man als nächstes tun muss, okay, aber es ist nicht so, als wäre das. Du musst nicht linear durcharbeiten. Ja, also man könnte sicher auch irgendwo anders hingehen und man müsste dann halt wahrscheinlich die Konsequenzen tragen, aber es schaut zumindest einmal so aus, als könnte man sich andere Gegenden auch anschauen, am Anfang zumindest. Man spielt mehrere Personen, soweit ich das mitbekomme. Ja, es ist so ein klassisches Rollenspiel. Man hat vier Charaktere, kann man sich am Anfang entweder aus einer vorgegebenen Liste aussuchen oder halt selber zusammenklicken mit den Werten. Wahrscheinlich kann man eine Stunde investieren. Also wenn man das Spiel ein bisschen besser kennt, kann man wahrscheinlich eine Stunde investieren, um seine eigene Party irgendwie und so zu bauen. Haben Sie wie bei Fallout dieses Perk-System, also dass da so Spezial-Super-Eigenschaften... Genau, du hast halt klassisch rollenspielmäßig irgendwelche Fähigkeiten, Schlösser knacken, schwere Waffen, Pistolen, mit Tieren sprechen, Toaster reparieren. Wer jetzt da gelacht hat, der. Wer da jetzt gelacht hat, hat offensichtlich Wasteland 1 gespielt. Es gibt auch ein paar andere Referenzen zu Wasteland 1. Wasteland 1 gibt es jetzt auch wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gerade gratis gibt. Aber wenn, dann kostet es nur ganz, ganz wenig, kriegt man wahrscheinlich auf GOG oder so. Also das ist halt wahrscheinlich nicht wirklich zum Durchspielen heutzutage, weil es vom Interface her anstrengend ist, aber als Spiel ist es ziemlich gut. So ein DOS-Spiel kann man sich vorstellen, aber ist das ist halt noch wesentlich mehr auf Story aufbaut. Kritikpunkte habe ich allerdings auch. Okay. Der Kampf, das ist so ein rundenbasierter Kampf, der eigentlich taktisch sein sollte, aber aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht, ist das der Patch-Level, es ist vor ein paar Tagen erst ein neuer Patch rausgekommen, den ich noch nicht ausprobiert habe,
Oder ist es prinzipiell irgendwie, dass ihnen die Zeit ausgegangen ist, sich um das zu kümmern? Man kann nicht sehr taktisch agieren. Ich habe das Gefühl, dass die Gegner ein bisschen zu viel Bewegungsfreiheit haben, sodass man sich nicht positionieren kann. Es ist eigentlich egal, was man macht. Man landet über kurz oder lang in den ersten vielleicht ein, zwei Runden oder so, landet man im Nahkampf. Und es hat schon Potenzial. Zum Beispiel kann man unterwegs zusätzliche Charaktere aufsammeln, die einem halt helfen. Und dann gibt es so Werte, die beeinflussen, ob die Charaktere oder auch die eigenen Charaktere sich selbstständig machen und davonrennen oder wild drauf losballern und alle ihre Munition verschießen. Und Munition ist halt eine recht rare Ressource in der Welt. Und dann hat man halt das Problem, dass man, bevor man auch nur irgendwie drei Charaktere aus dem Weg stellen kann, ein vierter Charakter herkommt und seine Submachine Gun so auf einen Gegner loslässt und gleich einmal rundherum 20 Schaden bei den eigenen Leuten macht. Und das, wenn man das einmal nicht verhindern könnte, selbst wenn man es vorher abgegnissen hat, das ist dann halt ein bisschen mühsam. Das ist sehr atmosphärisch. Ich weiß, ja, es ist mir zu unfair, als dass ich es genießen könnte. Das ist schon, ich würde schon akzeptieren, wenn es schwer wäre. Aber ja, ansonsten, also abgesehen von dem taktischen Kampf, ist das Spiel bis jetzt zumindest sehr amüsant und sehr nett. Am Mac stürzt es einigermaßen oft ab, wenn man die besten Settings hat, und ich habe eine ziemlich neue Maschine. Ich habe das jetzt wieder runtergedreht und das hat die Sache besser gemacht. Unter Windows dürfte es ganz gut rennen, und die Linux-Version hat den Nachteil, dass man keine Patches runterladen kann, sondern immer das ganze Spiel runterladen muss, und das hat 10-12 Gig. Mhm. Aber es gibt eine Linux-Version. Ja, das ist schon mal die Pipa total. Ja. Oder vielleicht ist das auch ein Problem mit GOG. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf GOG gekauft. Oder ich habe es gekickstartet und habe dann den GOG-Schlüssel genommen. Es gibt es auch auf Steam. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann auch noch auf irgendeiner anderen Plattform. Ja. Aber ich bin irgendwie davon abgekommen. Muss man das erste Spiel gespielt haben, um das zweite verstehen? Nein, man sollte halt ein bisschen, also vielleicht Mad Max gesehen haben. Ich schau da in Richtung unseren Host. Ja, ich habe ja alles nachgeholt. Nein, aber der ich war schon noch schwer enttäuscht, dass du Mad Max nicht bekommst. Ja. Ich schon behoben. Das ist nie passiert. Man sollte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man kann, wenn man es auf, wenn man sich das Spiel kauft, kriegt man eine Karte und ein kleines Regelbuch und ein bisschen Geschichte und so. Man sollte sich natürlich den Dialog geben. Es ist wirklich viel Dialog. Und der erklärt einiges auch von der Geschichte und von der Umgebung und von den verschiedenen Factions, die dort operieren. Und man kann kleine Sidequests machen, die im Endeffekt nichts Aufwendigeres sind, als der nächsten Person, die dort ums Überleben kämpft, einmal kurz 5 Minuten zur Hand zu gehen. Und die Welt ist schon wirklich nett. Aber es ist nicht notwendig, den ersten Teil gespielt zu haben, um es zu verstehen. Also alles, was man vielleicht verpasst, sind aber so Referenzen, die einen zum Schmunzeln bringen. Also ja, im Prinzip kann ich das Spiel empfehlen, und sie patchen immer noch daran herum. Also ja, da holt euch das. Und ich habe das gekickstartet, und dabei sind unten 2 Schlüssel rausgefallen, 2 Lizenzen rausgefallen. Und ich weiß nicht, wie ihr das jetzt handhaben wollt, aber ich würde gern den 2. Schlüssel an einen Biertaucher-Hörer verlosen. Danke, das ist großartig. Der Podcast-Hashtag auf Twitter verwendet, nachdem der Podcast heraus ist. Das ist das einfach. Wie wär's mit der ersten Person, die zum ersten Mal hier physisch auftaucht beim nächsten Mal? Oder beim genau, nächsten der erste, der nicht von uns 4 ist und nicht Richtig. Der Florian, den schließen wir aus. Ja, Florian und Johnny. Florian und Johnny schließen wir auch aus, okay. Das wird so insidermäßig, ja, genau. Die uns entweder hier im alten AKH oder in der Zypresse genau. am Montag um 19.30 Uhr auflauern, die verbinden wir mit dir. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und die 39... Der Linksweg auch. Der Linksweg auch, und die $39.90, die das Spiel momentan wert ist, kann ich euch auch nicht in Cash abgelten. Also Steam Key, GOG Key oder nichts. Könnt ihr auch versuchen, den Cash Key auf eBay dann zu verkaufen, ne? den Steam Key. Da kann ich dann nicht kontrollieren. Ja, genau.
Ich habe ja die ersten 10 Minuten von Wasteland 2 gesehen. Ein Freund von mir hat mich besucht, wir haben es unter Windows, unsere einzigen Windows-Maschine, angeworfen und wir haben ein Fast-Let's Play aufgenommen. Ich war total aufgeregt, diese Let's Play-Kultur, ich habe ja noch nichts damit zu tun gehabt, also anderen Leuten beim Spielen zuschauen, und ich habe ja mein Podcast-Mikro angesteckt und so, er hat sich, der Freund, um alles andere gekümmert. Hätte ich mich vielleicht nicht so, also wir haben 20 Minuten aufgenommen und dann warten wir eine Audiospur, die Videospur dazu war verloren. Also, dieses Let's Play wird nie auftauchen. Ja, ja. Und der hat mich spielen lassen, weil ich uneinvorgenommen, ich habe ewig keine Rollenspiele mehr gekauft und so. Und es hat auch nicht lang gedauert, das Spiel, weil ich gleich beim ersten Händler gemeint habe, ja, und da kann ich den jetzt angreifen? Oder gesagt, ja, natürlich. Ja, weil da wird eine fundamentale Rollenspielregel gebrochen. Den Atomkrieg überlebt, dass du jetzt Händler angreifst. Ja, und die Händler sind auch ganz gut ausgestattet, wie ich dann bemerkt habe. Es hat ja so ein Zwei-Runden-Kampf. Ja, apropos Rollenspiel, kann ich noch kurz berichten, weil ich es angekündigt habe. Warhammer habe ich jetzt gespielt. Pen und Paper, richtig. Ich habe mich ja mit Füßen und Armen gewehrt. Ich habe ja eigentlich schon sogar die Angel-Rollenspiel, das Vampir-Rollenspiel vorgezogen, damit ich dem klassischen Elf und Mensch und Setting. Und ich hatte auch dann, der Spielleiter hat mit uns das Ganze ausgewürfelt an Vorabenden, weil das dauert dann schon noch relativ lange, und schon beim Auswürfeln wird klar, okay, die Warhammer-Leute nehmen dieses Regelwerk durchaus ernster als so Paranoia-Handlungsspieler, und das ist halt nicht so meins, muss ich sagen. Ich bin eher so einer, der so auf Dialog steht, einfach, da ist so jemand, der Barmann. Da gibt es schon bessere Regelwerke. Ja. Fantasy-Regelwerke, ja, die dem entsprechen. Aber dieses Warhammer ist ja schon eine sehr, sehr alte Franchise, oder? Ja. Ja, das ist ein Klassiker. Wie war es jetzt? Warst du ein Zwergenkrieger? Oder was? Ich habe mich für einen Menschen entschieden, und es gibt ein Karrieresystem, wo man mit einem Anfangsberuf anfängt und dann umsatteln kann. Und ich bin dankenswerterweise Grabräuber. Ja, und für die Backstory hat es auch schon die ersten XPs gegeben. Das fand ich wieder gut. Ist immer gut, wenn man für so nebensächliche Tätigkeiten schon Erfahrungspunkte bekommt. Also wenn man sich die Geschichte zu seinem Charakter überlegt hat. Okay, also für den Hörer, der sich nicht mit Rollenspielen auskennt. Das Spiel heißt Warhammer. Ja. Ja. Und wie viele physikalische Spieler braucht man hier? Wie viele Freunde muss man haben, um das Spiel spielen zu können? Das ist eine gute Frage. Man braucht auf jeden Fall einen Spielleiter und, glaube ich, mindestens einen Spieler. Ich würde aber wahrscheinlich mindestens zwei Spieler empfehlen, damit es anfängt, Spaß zu machen. Ja. Muss der Spielleiter dann das Regelbuch lesen? Oh ja, das muss er. Deswegen bin ich gar kein so guter Spielleiter, aber unser jetziger Spielleiter ist dafür anscheinend wie gemacht. Er merkt sich die abstrusesten Regeln oder gibt es zumindest vor, diese zu können. Ja, da muss ich als Spielleiter schon genau damit auseinandersetzen. Als Spieler kommt es auf den Spielleiter drauf an, wie viel Verantwortung er des Regellernens dann überträgt an die Spieler. Das heißt, es macht auch Sinn, als First-Time-Player sich zuerst einem Spiel anzuschließen, wo der Spielleiter schon sehr versiert ist, dann das Ganze zu spielen. Und genau. Das heißt, den Gewinner vom Hops and Key, der kann dann auch mal zu dir mitgehen und auch das Spiel ausprobieren. Also, wenn er das wirklich vorhat, wir können es schon machen. Ich meine, jetzt bei Warhammer wird es langsam kompliziert. Wir haben gerade 3 neue Leute aufgenommen. Wir wären theoretischerweise 10 Leute, die jetzt spielen, was langsam den Rahmen meiner Häuslichkeiten sprengt. Und man merkt schon, also unsere ideale Gruppe, mit der wir am meisten spielen, besteht aus 4 Personen. Das ist gut. Das kann man noch organisieren im Real Life. Ne? Und man kann viel auch im Dialog lösen. Und bei 10 Leuten musste ich schon stark zurücknehmen. Und geht die Story dann auch weiter von Session zu Session? Muss dann jeder dabei sein oder kann auch einmal wer fehlen? Ja, ist das dann ein... Also man kann es schon so machen. Also wie ich noch größenwahnsinniger Spielleiter war bei Midgard, gab es den Modus, wenn Leute fehlen, dann fahren sich diese sozusagen in einen Art Zombie-Modus und werden von einem anderen Mitspieler oder von den Mitspielern gesteuert. Hatte böse Seiteneffekte, dass undurchschaubare Abgründe und so, da ist der Zombie gern mal reingehupft, um zu schauen, wie tief das ist. Also das ist eher destruktiv, man kann sie auch schlafen schicken. Gut ist es aber, wenn alle dabei sind, weil wenn alle dabei sind und wenn man die Abstände dazwischen nicht so weit steckt, dann kann man eine intensivere Storygeschichte erzählen. Weil diese Pen-and-Paper-Rollenspiele, für die Leute, die es gar nicht kennen, ist eigentlich ein gemeinschaftliches
Geschichten erzählen. Der Spielleiter erzählt so eine Grundhandlung und die Gruppe im Dialog interagiert mit der erzählten Welt, mit den Personen, die da auftreten, kämpfen, sprechen, betrügen, was auch immer da möglich ist. Ja. Und da ist es halt besser, wenn alle da sind und wenn sie oft kommen. Wie lange dauert so eine Session? Also wenn ich jetzt sage, ich will einen Abend mal Rollenspiele spielen, dauert das dann 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden? Ich schaffe es bis jetzt nie über 3 Stunden. D4 plus 4 Stunden. Boah, ja, das ist dann schon lang. Also so kann man, so konzentriert sind wir nicht. Also wir schaffen es. Für jedes 10. Altersjahr, dass der Spielleiter an den Tag legt, ziehst du noch einmal 1 Stunde ab. Ja, du kriegst also über 4 Stunden haben wir schon mal geschafft, aber bei uns ist ab der 3. Stunde schon Schluss. Dann geht's auch schon, man merkt das dann eh, dann werden die Leute schon unkonzentriert und langsam verlegern sich die Gespräche wieder Richtung reales Leben und so. Ich freue mich schon auf die Biertaucher Podcast Special Edition, wo du die nächste Session vom Rollenspiel aufnimmst. Das ist ein Let's Play Warhammer machen. Da muss ich mal einen Mitspieler machen. Will Wheaton, allen bekannt, ja, ja. Hat ja jetzt auch wieder eine Kickstarter-Kampagne gemacht für die nächste Season von Tabletop, der Internet-YouTube-Show, wo er Brettspiele vorstellt. Die sehr schön ist übrigens. Also wer sich für Brettspiele Will Wheaton nicht kennt, ehemalig Wesley Crusher aus Star Trek. Genau. Eins der Stretch Goals war eine Rollenspiel-Session. Also für die Leute, die sich noch immer nicht vorstellen können, was so ein Rollenspiel ist. So wie wahrscheinlich meine ehemalige Gymnasiumsdirektorin, die gedacht hat, wir sind Teufelsanbieter. irgendwann nächstes Jahr sollte das dann herauskommen. Da kann man sich live anschauen, wie sowas ausschaut. Und der macht das sicher für die breite Masse zugänglich. Ja, und apropos Kickstarter, das ist Wahnsinn. Von eins ins andere. Es soll auch von Paranoia, einem anderen Pen-and-Paper-Rollenspiel, was in der so einer quasi Zukunft, 1984 Zukunft spielt, da gibt es jetzt auch einen Kickstarter, nämlich eine Post-Snowden Edition, also eine, die die aktuellen Themen mit einarbeiten soll von Überwachungsstaat. Eine Art Director's Cut vom bestehenden Spiel. Genau, richtig. Noch einmal überarbeitet, vielleicht mit neuen Abenteuern und angepasst. Also das könnte auch nicht interessant werden. Ja, und Warhammer selber, es war dann im Spiel Gott sei Dank nicht so schlimm. Es war so ein gutes, kurzes Einsteiger-Adventure. Wir müssen es noch fertig spielen, aber am zweiten Abend soll es erledigt sein. Wir kommen alle in die Kneipe, ich und meine Party, und dann ist schon da irgendeine Adelige in den oberen Schlafgemächern eingezogen und alle sind furchtbar aufgeregt und wir sitzen an einem Tisch und betrinken uns eigentlich die ganze Zeit und es kommen immer Angestellte von dieser Adeligen herunter und erzählen uns Geschichten und jetzt gerade ist es sehr, sehr spannend, nämlich einem dieser Angestellten wurde ein Giftbecher serviert, den ich in meinen Besitz bringen konnte. Der steht gerade vor mir und dann wurde das Spiel abgesaved. Also ich stehe gerade mit einem Giftbecher vor mir. Ich bin neugierig, ob ich da irgendwie was rausschlagen kann. So. Mach mal langsam Schluss, Leute. Nein, ich will noch nicht heimgehen. Okay, also können wir die Zeit ablesen von unserem proprietären Aufnahmegerät? Ja, vom Zoom H2. Wir können sicher mindestens, also wie ich noch das letzte Mal draufgeschaut habe, konnte ich noch 15 Stunden aufnehmen. Solange wird das packen wir. Weil packen die Batterie nicht. Lieber Hörer, deine Zeit ist nichts wert. Wir bemühen uns gar nicht, uns kurz zu halten. Ja. Aber wenn Sie sich selber auch los. Gerne reden hören, dann kommen Sie vorbei. Holt es sich den Key. Genau. Vielleicht machen wir ein bisschen Meta-Diskussion über den Biertaucher-Podcast. Gerne. Ja. Die welche Episode ist das? Welche Episode ist das jetzt? Die 178. Okay. Und seid ihr immer noch motiviert, Podcasts weiterzumachen? Na klar. Von Woche zu Woche. Ja, 200 müssen schauen wir mal. 200, man kommt nicht aus. Wir sind jetzt mit so einem auf der Zielgeraden zur 200er. Das ist auf jeden Fall. Okay. Und dann habt ihr eine Special Edition geplant am Weihnachtsmarkt vom Alten AKH. Das hätten wir ja auch schon mal wieder machen können. Ja. Ja. Also Weihnachtsmarkt habe ich ja schon das einmal. Es war ja mit dir super, dass Weihnachtsmarkt ist in Realität, aber wenn man es öfters macht, eine kalte Angelegenheit trotzdem. Heiße Finger vom Punsch und kalte Nase von restlichen Umgebung. Aber kann man schon mal machen. Die Biertaucher-Hosts haben da keine Probleme, ja, irgendwie auch sich einzusetzen Gefühle für die Hörerschaft.
Stimmt. Jetzt wurde uns so auf dieses Glatteis geführt. Was selbstverständlich. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Hörer ihr momentan habt? Gute Frage. Nein, ich habe mein Statistikskript schon längere Zeit nicht laufen lassen. Und auch das ist ja nur sehr krude, weil es bündelt eigentlich nur die Apache-Zugriffszahlen auf die Soundfiles und tut es in IP-Adressen zusammenfassen. Mehr macht das eigentlich das nicht. Das so ein Skript. Bisschen, ich mache so ein URL-Shortener von Google und der zeigt die Zugriffszahlen, wie viel den verwendet haben. Also das geht hauptsächlich über Twitter und wo ich den halt brauche. Und das sind zwischen 10 und 20. Der proprietäre URL-Shortener. Ganz genau. Ja, und ich habe letztens, bin ich zufälligerweise mit einem Herrn zusammengesessen, der neue Medien unterrichtet und so, und der hat gemeint, erstens sollen wir unseren Release, den tatsächlichen Release-Termin ganz genau halten, das soll total wichtig sein, dass man sich immer fragt, kenne ich von mir selber allerdings auch, das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad, und zweitens hat er gemeint, das soll auf YouTube so super sein, für viele Leute hören ja die Podcasts über YouTube, und das soll einfach erarbeiten, dass dort auch noch draufstehen. Die Statistiken dort zeigen nämlich an, bis zu wievielten Minute die Hörer. Das wäre ja mal interessant, ob sie das wirklich von Anfang bis Ende durchstehen. Ich kann dazu berichten, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dass ich ab und zu, wenn ich sehr gut drauf bin und mir sehr fad ist, stelle ich einen Podcast auf YouTube, wenn ich einfach zu viel Zeit habe, um mich damit zu spielen. Ich habe gar nicht gedacht, dass auf ohne geht das ja automatisch. Okay. Ja, eben jetzt nicht mehr so. Soll ich dann einstellen nochmal? Ja, vielleicht. Und auch das hat, ja, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir einen Kommentar gekriegt auf YouTube. Da habe ich mich gefreut, wow, ein Kommentar, weil es war zur Folge 84, also die ist jetzt schon über ein Jahr her. Und dann war das, habe ich mal das durchgelesen, der Kommentar war relativ nichtssagend, dann habe ich geklickt, wer das ist, und das war so ein Christ und YouTube oder Christen in YouTube oder so. Also ich habe dann keine große Lust gehabt, mit dem in größere, tiefere Kommunikation zu treten und dann in den Fundi-Channel da. So viel zu YouTube. So viel dazu. Also, große, wir freuen uns nach wie vor über alle Kommentare auf Facebook und YouTube, Google Plus und auch über Twitter, Retweets freuen wir uns sehr. Aber Google Minus, Google Facebook Minus. Mal und Twitter dividiert durch. Alle mathematischen Operationen werden hier abgehandelt. Genau. Am Biertaucher-Podcast. Wir wiegen in Instagram. Okay, Naran. Ich bin immer wieder anlaufen. Ansonsten gibt es noch irgendwas Meta-mäßiges zu reden über einen Podcast. Neue Homepage wäre vielleicht irgendwann mal. Aber das bin ich. Vielleicht erst die Zugriffszeit. Das ist meine Ding. Na, wenn dann vielleicht das gleiche mit Pelikan statisch. Na, das vielleicht. Aber das Problem habe ich tatsächlich heute gehabt. Ich habe versucht herauszufinden, wo das Ganze stattfindet. Ich habe natürlich dann gecheatet und einfach den Haupt gefragt. Aber es ist nicht so leicht, auf der Webseite zu finden, wo und wann das Ganze stattfindet. Das ist wahr, dieses Konzept haben wir auch ein bisschen schleifen lassen. Steht dort entweder in der Zypresse oder im Altenagar. Aber dann, es hat geregnet heute. Ja, wir haben es auch vor 10 Minuten. Da müssten wir uns irgendwie so einen Location. Ich wäre dafür, dass wir es immer da machen. Auch bei Regen, meinst du? Nicht nur, weil ich nur jedes 10. Mal oder jedes 50. Mal komme. Meiner Erzählung nach zum 3. Mal da. Outdoor. Dritten oder 4. Mal. Jedes 50. Mal kommt schon. Ja, aber da. Früher habt ihr auch einfach Stiegelambulanz als Fallback gehabt. Das heißt, wenn der Besucher... Die hat sich aber nicht bewährt, die war oft laut. Ja. Also da ist proprietäre Hintergrundmusik. Das ja. Und das auf YouTube war immer problematisch, wenn dann YouTube nicht erkennt, YouTube, dass die... Piep, piep, raus mit euch. Auch für uns selbst problematisch eigentlich. Naja, beim Garib haben wir halt den Vorteil, dass wir da wirklich so ein quasi eigenes kleines Hinterzimmerchen haben. Wo und den zweiten Vorteil, dass wir uns nicht sehr fürchten vor den kurdischen Rechten Inhabern seiner Musik. Ab Episode 500 wird dann ein spezielles Biertaucher-Vereinslokal eingerichtet. im ersten Bezirk in Wien, und dann gibt es diese Problematik nicht. Ja, richtig. Mit eigenem Massage und Sauna. Und Schwimmbad. Und ein Club, wo so die Bediensteten super Essen servieren. Aber ihr solltet mal eine freiwillige Hörer-Counting-Stats-Ding machen, wo dann die Hörer, die nicht... Okay, also, machen wir das gleich. Also wer sich outen will als Biertaucher-Hörer, bitte ob im Social-Netzwerk seiner Wahl ein Selfie posten mit seinem Zettel vor dem Gesicht oder vor dem Bauch. Ich höre Biertaucher-Podcast. Ich bin keine Klickfan. Die sind doch sicher gerendert. Und wir veröffentlichen das dann natürlich. Ich würde auch Fotos von meinen Skripts posten, die den Biertaucher-Podcast regelmäßig runterladen. Sehr gut. Ja. Die gibt es gar nicht. Ja, liebe Hörer, es ist Zeit
schlafen zu gehen. Aber wirklich? Außer du hörst das in den frühen Morgenstunden. Das wäre auch ein interessantes. Diese Metriken kann man momentan nicht erfassen. Wann hört der Hörer den Wirtaucher-Podcast? Aber sag, du hast doch als Podcast-Betreiber da viel mehr Erfahrung. Was sagen deine Podcast-Erzeuger, die deinen Podcatcher verwenden? Der Podcatcher nimmt die Privatsphäre des Users sehr genau. Das heißt, wir erfassen diese Daten nicht. Andererseits haben wir da keine Requests. Es gibt die Möglichkeit, wenn der User wirklich Cheaporder verwendet oder einen anderen Podcast-Client, der was Cheaporder.net verwendet, hint, dann kann dieser Client direkt die Abspielzeit schicken, das heißt Start- und Endzeitpunkt, jetzt mal im Podcast drinnen, das heißt, er sagt, okay, die Leute hören einen Bier-Podcast bei Minute aktuell nicht mehr, weil nur mal Blödsinn erzählt wird, könnte man das theoretisch herausfinden. Oder falls er irgendwann mal Werbung einbaut in den Podcast, der User skippt die Werbung immer und so weiter. Das kann man theoretisch festhalten, wenn der Client das weiterschickt, wenn der User sagt, ich will diese Daten sharen, dann kommt das Ganze auf cheaporder.net und auf cheaporder.net kann dann der Podcast-Autor, in dem Fall ihr, reinschauen und schauen, okay, für eine gewisse Episode, wie viele User haben dieses Segment gehört und so weiter. Da könnte man so eine Statistik machen, wer mehr den Gregor skippt und wer mehr mich skippt. Ne? Und dann also immer so mit zwei so Visualisierungen auf der Webseite. Ja. So wie beim Fußballmatch, also Ballbesitz. Ja. Genau, Ballbesitz. Natürlich wäre es auch interessant, mit Artificial Intelligence herausfinden, ob der Horst oder der Gregor mehr spricht. Ja. Also Ballbesitz. Es gibt ja bei Politikersendungen gibt es das ja wirklich, dass die Parteien sehr genau schauen, wie viele Sekunden einer reden darf, um dass er nicht benachrichtigt wird. Aber das wird meistens manuell mit User gemacht, die stoppen dann. Also mit Leuten gemacht, die nicht stoppen. Ja. Biertaucher Podcast, Episode Nummer 178. 178. Ist diese Zahl in irgendeiner Form relevant? Also, mir fällt nichts an. Ist eine Primzahl. Noch nicht daran wahrscheinlich nicht. Also, gerade, das ist ganz, ganz schlechte Karte. Erst, Thomas hat sein zweites Bier. Ich glaube, er trollt euch. Ja. Er trollt uns in die Länge, was ihm vielleicht eh gar nicht schlecht ist. Ja, das ist kein Problem. Wer jetzt zuhört, ist selber schuld. Ja, hast du irgendwie News von Nachbarnprojekten von dir? Hörst du irgendwas von den Auphonic oder von den Podlove-Leuten? Die wollen ja auch irgendwie so metadatentechnisch was weitermachen. Da brauchen sie, glaube ich, auch. Ja, da kann ich auch ein bisschen shameless Self-Promotion machen. G-Podder, einer der aktuellen Versionen, unterstützt verschiedene Podlove-Standards. Zum Beispiel die, mir fällt jetzt der Name nicht direkt ein, aber es gibt diese Möglichkeit dieser Linked Feeds oder Paged Feeds, heißt es, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, der RSS-Feed liefert prinzipiell nur die neuesten Episoden aus, hat dann aber in den Meta-Tags noch zusätzliche Informationen, wo die nächste Seite des Podcasts drinnen steht und aktuelle Versionen von G-Podder lesen das aus. Und wenn man zum Beispiel den CAE von Tim Pritlove abonniert, dann bekommt man nicht nur die aktuellsten Episoden, sondern auch die Episoden bis zurück. Ja. Das ist halt super, weil meistens lösen es so, dass du einen aktuellen Feed hast, wo nur die letzten 10 Episoden drinnen sind, noch einen getrennten Archivfeed. Und so könntest du diese Problematik irgendwie schön lösen, dass du beides irgendwie drinnen hast. Vor allem das Problem bei einem Archivfeed ist auch, zumindest so wie es auf G-Podder.net ist, wir wollen irgendwie die Subscriber-Counts für einen gewissen Podcast feststellen. Mhm. Wenn es jetzt aber zwei Biertaucher-Podcasts gibt, den Recent Episodes-Feed und den Alle-Episoden-Feed, dann teilen sich die Subscriber-Counts durch zwei auf, mehr oder weniger. Wir haben das zwar jetzt schon serverseitig gelöst, indem wir einfach sagen, okay, dieser Feed ist dasselbe. Mhm. Das heißt, es gibt einen Biertaucher-Podcast-Feed oder einen Biertaucher-Podcast, der besteht aus mehreren Feeds. Ja. Aber es ist mehr ein technischer Workaround, für das eigentlich nur eine URL geben soll. Aber die gleiche Problematik hat man mit MP3-Feeds, AUG-Feeds, High-Quality-Feeds, Low-Quality-Feeds. Das heißt, es gibt eigentlich keine Möglichkeit zu sagen, das ist dieser Biertaucher-Podcast und es gibt irgendeine Unique-ID dafür und dann für jede Episode gibt es eine Unique-ID dafür, weil technisch es meistens so aussieht, dass es den MP3-Feed gibt und den AUG-Feed gibt und davon jeweils Episoden und das hängt irgendwie nicht direkt zusammen. Also das ist was, wo Podlove ein bisschen hilft. Mhm. Die andere Podlove-Geschichte ist Simple Chapters. Ja, genau. Aber macht ihr Simple Chapters? Nein, wir machen nicht. Die Zeit der Hörer ist euch egal. Die Hörer hören einfach alles vom Ende, vom Anfang Moment, bis zum Ende. Eine Sache machen wir schon. Also wenn wir auf YouTube stellen, was sehr selten vorkommt, also wenn ich auf YouTube stelle, dann tue ich meine Shownotes, die ich sowieso mache, natürlich auch auf YouTube. Und bei YouTube ist es so genial, wenn du dann auf die Zeitangabe der Shownote klickst, spult er dorthin vor. Und die Simple Chapters, wie funktionieren die dann? Da steht in den Metadaten dann drinnen,
wann ein gewisses Segment anfängt. Das heißt, heute könnten wir wahrscheinlich sagen, es gibt ein Segment Warhammer, es gibt ein Segment 026 bis Wasteland 2. Wasteland 2. Bis da musst du nur die Anfangszeit sagen oder auch die Endzeit? Sehr wurscht, es ergibt sich aus dem. Es kann sein, dass es sich ergibt. Es gibt dann verschiedene Versionen vom Simple Chapters. Also das machen wir schon, dass wir das hinschreiben. Aber du musst derzeit manuell dort vorschreiben. Aber du kannst zusätzlich dann auch diese Metadaten in den Feed geben. Und dann kann der Podcatcher, so wie auch aktuelle Version von G-Podder, das anzeigen und dann kannst du als User direkt hinspringen. Das heißt, du sagst dann, okay. Im XML-Feed stehen es bei uns schon drinnen, aber ich bezweifle, aber in der Description, als Text wahrscheinlich, ne? Ja, als Description. Genau, und Podlove Simple Chapters beschreibt halt, wie man das direkt ins XML als zusätzliche XML-Elemente reinstellt und dann sieht man das auch im Client, der was unterstützt und kann dann direkt auch springen, wenn der Client unterstützt, dass man... Also wenn mir jemand eine Episode so umbaut, dann das tue ich es gerne. Man müsste das, glaube ich, mal annotieren, aber genau, das wäre schon gangbar. Und Podcatcher, die nicht Podlove-aware sind, die kotzen sich dann an bei diesen Feeds? Oder nein, die sollten das, wenn sie normales XML unterstützen, einfach ignorieren. Okay. Das ist ein zusätzlicher XML-Namespace und zusätzliche XML-Elemente. Wenn der Podcatcher das normal passt, ignoriert die einfach. Okay, cool. Na dann. Eine coole Sache. Ja. Das G-Podder.net, das Webprojekt, geht auch weiter. Habt ihr da auch neue Releases? Ja, ich arbeite nicht sehr viel am G-Podder.net, das macht meistens der Stefan. Ja. Weil ich jetzt bin ja momentan nicht up to date, ich habe mich nicht vorbereitet auf die Sendung. Aber schaut auf gpodder.net oder auf github.com/gpodder/ MyGPO, das ist nämlich der Projektname von einem Open-Source-Projekt bei G-Podder.net. Der ganze Source-Code ist auch online verfügbar. Da können Sie reinschauen, was sich in letzter Zeit getan hat. Hast du irgendwelche lustige Erlebnisse gehabt durch deine Arbeit mit G-Podder? Also sind irgendwelche Produktions-Hollywood-Größen der Audiobranche an dich herangefahren mit sehr, sehr fetten Autos und haben dich eingeladen zu sehr guten Essen und Urlauben, um... Solche Leute haben doch Podcasting noch immer verschlafen. Ja. Nein, um irgendwelche Technologien von dir abzustauben oder um so große Insider-Stories mit dir zu drehen, Karibik, so Home-Stories, wie lebt der große G-Podder-Entwickler. Tut sich da noch nicht so viel. Ja, nächste Woche auf F1 im Hauptabendprogramm. Stimmt nicht ganz, aber es ist Anekdote. Ja. Es gibt in der zukünftigen Still-in-Development-Version von G-Podder dann die Möglichkeit, direkt vom Web aus einen Podcast zu subscriben. Da gibt es das Pseudo-URL-Scheme G-Podder. Das heißt, wenn man schreibt gpodder.com// und dann die Feed-URL, dann kann man das in zukünftigen Versionen, die noch nicht heraus sind, aber wenn du, lieber Hörer, das jetzt schon in 2 Jahren hörst, dann vielleicht schon, hoffentlich, kann man das jedenfalls dann direkt subscriben vom Browser aus mit dieser Pseudo-URL. Was aber andererseits auch schlimm ist, weil jetzt natürlich jedes Programm seine eigene Pseudo-URL-Scheme erfindet, um das Ganze zu subscriben. Aber das ist etwas, das auch aus dem Podlove-Projekt herauskommt. Es gibt irgendwie diesen Podlove-Subscribe-Button oder so. Das heißt, das könnt ihr vielleicht auch einbauen beim Biertaucher-Podcast, dass ihr diesen Podlove-Subscribe-Button einbaut. Und dann klickt man drauf und dann bekommt der User eine Übersicht, welche Betriebssystem hat er und welche Clients gibt es dafür und dann kann er direkt damit subscriben. Ja. Also das ist eins der, ich glaube, der aktuellsten Podlove-Projekte, die so am Laufen sind. Ein anderer spannender Podcast, das habe ich vor kurzem auf Twitter gelesen, ist, ich weiß nicht, wie der Podcast heißt, aber es gibt jedenfalls in diesem Podcast ein Interview von Tim Pritlove, wo er darüber spricht, wie er zum Podcasten gekommen ist. Ah, also eine Art Meta-Podcast. Wie kam es zur Meta-Ebene? Ja, oder wie kam es zum Podcasten prinzipiell? Und irgendwie haben die so dieses... also prinzipiell schaut es so aus, sie interviewen irgendeinen Podcaster und dieser Podcaster empfiehlt dann weiter, wer als nächstes interviewt werden soll. Ah, schön. Und da gibt es auch diese Episode über den Tim Pritlove, wo er dann erzählt, wie er zum Podcasten gekommen ist und wie es entstanden ist. Das ist auch sehr interessant anzuhören. Ja, super. Das Podlove-Projekt interessiert mich sehr. Ich glaube, es stehe nur noch kurz davor, vor meiner Faulheit, eine WordPress aufzusetzen und das einfach mal auszuprobieren, das Plugin. Okay. Er will weiter trollen. Thomas will weiter trollen. So, Schluss aus. Müssen wir sowieso was bis zum nächsten Mal aufheben. Richtig. Aber Thomas, du kannst ja nächsten Montag kommen und weiter trollen. Mal schauen. Wir werden sicher irgendwann wieder die Zeit finden. Ja, Montag ist immer schwierig. Da muss ich kochen.
Da muss oder ich schlafen, essen, damit ich am Mittwoch am Dienstag ausgeschlafen bin. Ja, das sowieso. Ich habe so die Idee, dass wir den Podcast zum Hopp verlagern und er bekocht uns. Und ja, aber dann wäre es ein Hopcast. Wir sind jetzt zu viert. Wenn ihr dazukommt, dann müsstet ihr auch wieder im Raum kochen. Ich kann für zwei essen. Ja, das ist dann wieder Rollenspiel. Das wird dann ab einer gewissen Größe dann auch wirklich, dass man sich die Industrieküche dann zulegen. Es gibt immer spannende Sachen. Bei uns gestern habe ich gemacht Beinfleisch mit Semmel drin. Ach, herrlich. Ja. Der Ochse hat geheißen Lord Grantham. Der Ochse? Mhm. Wo kauft man Beinfleisch mit Stammbaum? Beim Nachbarn. Okay. Ah, handgestreichelt, illegal geschlachtet. Angusrind. Boah. Mhm. Das Feinste vom Feinsten. Der Ochse davor hat Barney geheißen. War auch sehr lecker. Und wer jetzt erkennt, worauf die Namen sich beziehen? Der schickt einen E-Mail. Der kriegt zwar keine Westland 2 Lizenz, aber so viele Waschmaschinen, wie er heimtragen kann. Oh, Waschmaschinen? Oh. Apropos Waschmaschinen. Spannend. Wer ist von euch Waschmaschinen-Fan? Fan? Kann man überhaupt Fan sein? Das ist etwas, was jetzt da ist. Und wenn es einem fehlt. Von Waschmaschinen-Fans? Okay, und ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Das interessiert mich jetzt. Ja, na dann. Okay. Na gut, schön war's nächsten Mal. Es war wirklich nett. Und alle, die jetzt noch immer zuhören, es tut uns wirklich leid. Wirklich. Oh, doch, ihr hört das nicht. Aber danke, dass ihr noch immer zuhört. Ja. Ich glaube, Thomas hat in seinem Leben zu viel Podcast gehört. Man kann nicht aufhören. Ja? Halt Binge. Also es kommt mir kein Special hier nach, oder gibt es irgendeinen externen Beitrag, der noch diesmal nicht angehängt? Gell? Diesmal nicht, nein. Manchmal interviewe ich Leute wie dich und hänge das letzte Mal dran. Hast du noch Echo bekommen? Zum nein, also ich habe... Aber die waren nett, die Interviews. Also ich gebe das Echo. Die Interviews waren ganz gut. Dankeschön. Also, hab ich durchgehört. Wir können das machen so wie Hello Internet. Der Podcast von CGP Grey und dem anderen Menschen, der Computerfile und Periodic Table of Videos macht und okay. Plötzlich